Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe gehört, es gewittert draußen. Die schönen Tage von Achankres sind vorbei. Nein, das ist nur ein kurzes Zwischentief und einige hängen im Stau. Aber ich denke, die, die das gute Timing haben, sollen nicht bestraft werden. Deswegen fange ich an. Ich freue mich. Wir reden heute Abend über die digitale Gesellschaft. Die digitale Gesellschaft ist etwas, was jeder von uns kennt, erlebt und möglicherweise immer noch nicht genau versteht. Ich bringe immer ein Beispiel. Vor 30 Jahren gab es Telefonzellen, das muss man den Kindern heute schon sagen. Und auf den Telefonzellen gab es einen Spruch. Können Sie sich noch daran erinnern, was da drauf stand? Fasse dich kurz. Heute Abend wird Tim Höttges hier sein. Stellen Sie sich vor, Mobilfunkunternehmen sagen, fasse dich kurz. Die Väter würden sich freuen, aber sie merken daran, das Ganze verändert auch uns. Wir wollen über die digitale Gesellschaft reden. Heute Abend, ich sage auch bewusst, ein Jahr nach Snowden, mit all den Fragestellungen, die sich daraus ergeben, wird das Ganze ein Traum oder ein Albtraum? Nun, ich freue mich auf unsere Diskutanten und ich freue mich, weil wir wirklich tolle Leute bekommen haben. Nun, die erste Teilnehmerin ist Professorin für Medienwissenschaften an der Universität Bonn und sagt, die digitale Gesellschaft kann nur noch, wenn überhaupt, global verstanden werden. Begrüßen Sie mit mir Kaya Timm. Es gibt Websites und wenn Sie digitalegesellschaft.de anklicken und Sie können nachgucken, bei zum Beispiel DENIC, wem gehört diese Domain, dann werden Sie gleich feststellen, der Mann sitzt hier, er heißt nämlich Markus Beckedahl und er sagt, die digitale Gesellschaft muss von der Gesellschaft, also von uns gestaltet werden. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl, Journalist, Netzaktivist, Organisator von Republika. Dann gibt es einen, der sehr klar sagt, die digitale Gesellschaft ist eine Chance, aber es ist auch die größte gesellschaftliche Veränderung unserer Zeit. Und das ist nicht irgendeiner, er ist wirklich ein Big Player. Ich freue mich, denn er hat es wahrscheinlich am weitesten gehabt heute. Er ist nämlich aus New York heute Morgen gekommen. Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Und last not least sagt ein Mann, und er weiß, wovon er redet, die digitale Gesellschaft steckt voller Gefahren, die wir nicht einschätzen können. Der Mann ist Kryptologe. Kryptologie hat mit Verschlüsselung, mit Privatheit zu tun. Er forscht am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie. Herzlich willkommen, Professor Jörn Müller-Quade. Sie sagen, Herr Müller-Quade, da kommt was auf uns zu. Wir alle haben erfahren, dass unsere E-Mails gelesen werden, unsere Telekommunikation abgehört wird und so weiter. Das könnte doch eigentlich eine Sternstunde für Ihre Zunft sein. Also man könnte sagen, jetzt brauchen wir die Kryptologen und wenn die das lösen, ist es sicher. Ich freue mich, dass Sie das eine Sternstunde für unsere Zunft nennen. Ein bisschen. Sonst hätten wir sie nicht eingeladen. Ja, ein bisschen könnte man aber auch sagen, es ist ein bisschen auch ein Tiefpunkt, weil es zeigt, dass wir die Sicherheit von Systemen nicht wirklich verstanden haben. Die Kryptographie, denkt man immer, ist so ein bisschen fein raus, weil die ja gehalten hat. Die Snowden-Enthüllungen zeigen ja, dass Backdoors nötig waren, um die Kryptographie zu umgehen. Aber trotzdem muss ich habe mir heute vorgenommen, dass wir möglichst allgemeinverständlich bleiben. Ich glaube, hier wissen alle, was Backdoors ist. Hintertüren, was heißt das? Hintertüren, genau? Das heißt, man musste über das Betriebssystem zum Beispiel an die Informationen kommen, bevor sie verschlüsselt werden. Und meines Erachtens ist das sozusagen etwas, wo man einerseits stolz sein kann, dass die Kryptographie tatsächlich gehalten hat,
aber andererseits eben sich auch an die eigene Nase fassen muss, dass wir nicht die Sicherheit von Systemen im Blick hatten. Und das haben wir bis heute noch nicht so richtig verstanden, wie wir das wirklich machen. Also Sie haben eher Sorge vor der Zukunft, aber ich bleibe nochmal bei der Privatsphäre. Meine Kinder und ich bin bei Facebook und sonst wo, wir sagen überall, das ist dieses Kleingedruckte auf 13 Seiten, was man nicht liest, und dann sagt man, ja, accept ist umsonst, und schon gibt man Preis, das Handy fordert mich permanent auf, darf ich deine Kontaktdaten, deinen Ortungsdienst etc. nutzen. Also wir hinterlassen so viele Spuren wie nie zuvor, und es gibt schon einige, die natürlich in die Zukunft gehen und sie sagen, okay, demnächst auch der Lichtschalter und die Zahnbürste und so weiter. Ändert sich im Moment unser Begriff von Privatheit? Ich glaube, er ändert sich tatsächlich. Die Frage ist, ob das gut ist oder ob das überhaupt verhinderbar ist. Aber was man alles schließen kann aus den Daten, wenn man sie zusammenführt, das können wir gar nicht einschätzen, weil wir gar nicht daran gewöhnt sind, solche riesigen Datenberge nach Korrelationen zu analysieren. Ich sage immer gerne, früher hatten wir Angst vor der Rasterfahndung. Bei der Rasterfahndung musste man aber wissen, wonach man sucht. Man hat gesiebt und hat gefunden, was man gesucht hat, bestimmte Merkmale. Heute mit Big Data ist das ganz anders. Man kann sich diese Daten vorstellen wie Punkte in einem hochdimensionalen Raum, die da irgendwo liegen und vielleicht Wolken bilden, wenn Dinge einen Zusammenhang haben. Wir verstehen vielleicht gar nicht, was da für ein Zusammenhang ist, wir sehen aber einen Zusammenhang. Und dann gibt es vielleicht Ausreißer aus dieser Wolke, das ist irgendetwas Besonderes. Und damit kann man eben Zusammenhänge finden, ohne dass man vorher wusste, wonach man sucht. Und das ist etwas, was wir uns als Menschen gar nicht so vorstellen können, gar nicht so einschätzen können. Abstrakte Datenwolke, Tim Höttges, ich glaube, Big Data wird schon erwähnt, wird in Zukunft immer stärker erwähnt werden, und ich mache mal eine kalte Wette, der größte Teil der Menschen weiß eigentlich noch nicht, was das wirklich ist. Also vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, ein bisschen genauer zu erklären, wie funktioniert Big Data, was ist eigentlich die Logik dahinter. Ich weiß, dass auch die Telekom natürlich auch an solche Applikationen denkt. Was ist anders bei Big Data im Vergleich zu der normalen Datenverarbeitung, die man ja eigentlich schon lange gemacht hat? Zuerst haben wir ja in Telekommunikation, haben wir jetzt schon einige Jahre Erfahrung. Und jetzt beispielhaft in Deutschland gibt es ein Fernmeldegeheimnis und es gibt ein Telekommunikationsgesetz, wo man klar sagt, die Daten des Einzelnen darf man nicht auswerten. Also dass jetzt hier bestimmte Leute mit ihrem Handy im Raum sitzen, das wissen wir natürlich, theoretisch könnten wir das sehen, aber wir dürfen das nicht sehen. Vor dem Hintergrund war das eigentlich nie ein Thema. Die individuelle Privatsphäre war geschützt dadurch, dass wir im Endeffekt auf diese Daten Anonymisierungen fahren, die Daten nicht speichern und dergleichen. Jetzt ist das Internet entstanden und mit dem Internet viele Apps, wie wir so schön neudeutsch sagen, und diese Apps, da sagt man dann, ich stimme zu. Und man stimmt zu irgendetwas zu, man weiß aber gar nicht, was da eigentlich drin steht. Man will ja was Kostenloses haben und so ein Wetterdienst ist ja was Feines. Oder dass dahinter aber ein Algorithmus liegt, der sagt, ich darf jetzt dein Bewegungsprofil permanent benutzen. Ich darf deine Adressen entsprechend analysieren, mit wem du befreundet bist, damit auch wissen. Ich kann mir anschauen, wo du dich im Endeffekt, was du für deine Facebook oder deine entsprechenden Tweets, die du machst, kann ich nach bestimmten Modulen analysieren. All das hinterlässt eine Spur in einem Rechner. Diese Sachen werden für immer gespeichert, werden entsprechend sozusagen dann analysiert nach bestimmten Kriterien. Jetzt denkt man, das ist nicht viel Information, aber wir lassen ja permanent, hinterlassen wir irgendwo eine digitale Spur. Wir bezahlen mit einer digitalen Kreditkarte. Wir haben unsere Apps, die zeigen im Endeffekt, wo wir gewesen sind. All das zusammen gibt entsprechend Daten, die man analysieren kann. Das ist sozusagen Big Data. Und diese Daten werden, wie er es eben beschrieben hat, werden analysiert und daraus werden Profile erstellt. Kann man sich jetzt also sagen, wenn jemand im Endeffekt sich permanent auf Facebook dafür informiert, was eigentlich Schwangerschaft bedeutet, ist er vielleicht schwanger. Allein das Wort reicht ja schon aus. Und dann kann man dem ja theoretisch schon mal eine Pampers-Werbung schicken.
sondern es die Wiese ist, könnte ja sein. Tim, es gibt diesen schönen Fall aus den USA, wo ein Familienvater sich furchtbar aufgeregt hat. Warum? Er bekam eine Postsendung, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft, seine Tochter war 16. Genau. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, das gibt's doch nicht, das kann man doch nicht machen, die ist noch minderjährig etc. Und was hatte sozusagen diese Company gemacht, dieser Store? Der hatte im Grunde genommen festgestellt, dass aufgrund verschiedener Muster, ja, Verschiebungen im Einkaufsverhalten und so weiter, man abschätzen kann, wann eine Person schwanger ist. Die eigentliche Krux bei dieser Geschichte war, dass der Familienvater nicht wusste, dass seine Tochter tatsächlich schwanger war. Also Big Data führt möglicherweise dazu, dass wir irgendwann uns schlechter kennen als Big Data. Und jetzt weitergedacht, jetzt sagt man, ach, was ist mein Bewegungsprofil, ist doch gar nicht so schlimm. Mittlerweile kann man über Forschung, über den Syntax der Sprache, über die Worte, die man gebraucht in seinen Tweets oder in seinen E-Mails, kann man jetzt Rückschlüsse auf bestimmte Verhaltensmuster nehmen. Zum Beispiel, wenn einer sich permanent im Internet auf Spiele-Seiten rumtreibt, ist das vielleicht ein Spieler. Wenn jetzt die nächste Kreditauskunft kommt, will ich einem Spieler Geld leihen? Auch wenn er vielleicht bestimmte Kriterien darstellt, die im Endeffekt kreditwürdig machen. Und auf einmal wird, wie es passiert ist in Amerika, ihm die entsprechende Kreditwürdigkeit abgesprochen. Er weiß gar nicht, warum. Mhm. Er hat also seine individuelle Selbstbestimmung irgendwo im Netz verloren. Jetzt. Und er weiß gar nicht, warum. Und das ist für die Kommerzialisierung eines Versicherungswesens oder einer Bank eine extrem wichtige Information, aber es ist natürlich für den Einzelnen eine enorme Gefahr. Er hat einfach seine Spuren hinterlassen und auf einmal hat das für ihn eine extrem persönliche Konsequenz. Und ich glaube, dieses Thema haben Konsumenten, haben wir als Bürger auch ein Stück weit noch nicht verstanden. Und das passiert gerade, schlimm noch dazu, dass eben, jetzt sind wir schon wieder beim Google, dass Google natürlich, ich sag mal, das fast Monopol auf diese Informationen sich aufgebaut hat. Wir kommen gleich noch im Detail auf Google zu sprechen, aber in Ihrem Beispiel ist es noch so, dass der Laie vielleicht noch plausibel nachvollziehen kann, okay, wenn der öfters, was weiß ich, Spiele sucht etc., ist das ein Hinweis. Das heißt, da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Markus Beckedahl, wir haben mit einem Menschen gesprochen, ein bisschen Werbung mache ich nächsten Dienstag, 21 Uhr, Quarks & Co. Wir haben mit einem gesprochen, der bei Big Data so weit geht, es ist, die verleihen Geld und die nutzen nicht mehr diese klassischen Schufa-Daten, sondern genau das, was Tim Höttges sagt, also Social Networks und so weiter und sind nun in der Lage, über Algorithmen vorherzusagen, wird der seinen Kredit zurückbezahlen, ja oder nein. Inzwischen sind sie besser als so manche Schufa-Auskunft. Aber das Verrückte ist, wenn man die Betreiber fragt, versteht ihr eigentlich, warum der eine den Kredit kriegt und der andere nicht? Sagen die, das verstehen wir nicht mehr. Also die Kausalität, wirklich zu sagen, so wie hier, ja, der spielt und deswegen passiert das, die geht verloren, weil all diese Mikrodaten im Grunde genommen ein Profil schaffen und wir selber nicht mehr in der Lage sind. Ist das sowas wie das Ende, ja, einer echten persönlichen Kontrolle der Privatheit? Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt eines Endes der persönlichen Privatheit. Wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir das zulassen? Wir haben ja heute schon die Situation, dass das sogenannte Scoring, also die Errechnung unserer Kreditwürdigkeit, vollkommen intransparent abläuft. Das wird danach berechnet, welche Nachbarn haben wir. Und hat einer der Nachbarn schon mal bei T-Mobile irgendwie seine Rechnung nicht bezahlt? Hat jemand bei Amazon schon mal seine Rechnung nicht bezahlt? Und das wird dann alles zusammengefasst, jetzt schon in einem für uns nicht nachvollziehbaren Algorithmus und einem Scoring am Ende. Und die Bank kann uns womöglich sagen, naja, also vielleicht liegt es an Ihren Nachbarn, aber tatsächlich können Sie uns nicht mehr genau sagen, warum wir einen Kredit nicht mehr bekommen oder warum wir ihn bekommen. Und ich finde, da brauchen wir Regeln dafür. Eigentlich sollten wir das nicht zulassen, dass das so funktionieren kann. Interessanterweise, Frau Timm, ist es so, dieses konkrete Beispiel führte zu einer Klage und
was mich sehr erstaunt hat, die Gerichte haben entschieden und gesagt, okay, das ist legitim, weil die Company, also hier hatte einer geklagt, der wissen wollte, warum kriege ich ja, keinen Kredit, obwohl ich eigentlich mich für würdig halte. Und es wurde gesagt, das ist das Firmengeheimnis, also die können sich sozusagen nicht outen, das ist legitim. Bewegen wir uns auf eine Welt zu, wo ein bisschen überspitzt die Computer die Menschen oder die Gesellschaft programmieren und nicht umgekehrt? Na, man muss vielleicht überlegen, in welchem Zusammenhang man das sieht. Nehmen wir vielleicht nochmal einen, den viele kennen. Der Google-Algorithmus oder Twitter. Die machen Ihnen nicht nur Kaufempfehlungen, das ist ja der Konsum, das ist eine Geschichte. Die ich noch fast dramatischer finde, ist der Teil, wo mir Algorithmen, also automatisierte Prozesse, die mein Verhalten in irgendeiner Form systematisch erfassen, soziale Empfehlungen geben. Auf Twitter zum Beispiel bekomme ich gesagt, geh doch mal auf den oder vielleicht ist der dein Freund oder folge doch dem oder der. Das heißt, wir haben ja nicht nur, was unsere, ich sag jetzt mal, Rolle als Konsumenten angeht, eine interessante Leitung durch genau diese Berechnung, sondern eben auch, was Freunde, Familie und unser soziales Umfeld angeht. Und das muss ich ehrlich sagen, das wird mir immer ein bisschen, kommt mir ein bisschen zu kurz, weil ja, die Skandalisierung in dem Bereich, die ist ja schnell gemacht. Ne? Aber dass man weiterguckt, das finde ich... Aber da muss man halt, da muss man auch mal darauf hinweisen, dass es eigentlich ein Service, also Verbraucher oder Nutzer sehen das als Service an, diese Empfehlungen zu bekommen. Man muss halt die Frage stellen, wie kommen diese Empfehlungen zustande? Und die kommen dadurch zustande, dass halt relativ meistens unmündige Bürger einfach mal die Empfehlung bekommen, jetzt lad doch mal dein ganzes Adressbuch hoch und die Relation oder quasi gar nicht nachvollzogen werden kann, was das bedeutet. Ich möchte zum Beispiel nicht, wenn ich in Ihrem Telefonbuch drin stehe, dass Sie diese Information, also meine Information quasi, meine Telefonnummer, meine Adresse, WhatsApp oder Facebook mitteilen. Das funktioniert aber so und das Grausame ist, die Unternehmen, die das tatsächlich so machen, die sind am erfolgreichsten. Ja, aber ich glaube, das Big Data ist ein süßes Gift. Warum? Weil der Kunde einen enormen Nutzen davon hat. Es ist einfach schön, wenn man irgendwo, ich sag mal, über das Internet die Leute findet, die die gleichen Interessen haben zu bestimmten Themen und das möglichst schnell. Es ist einfach schön, wenn man irgendwo eine Versorgung hat, die einfach gut funktioniert. Ich sage ein Beispiel, in Amerika wird heute eine zielgenaue Analyse gemacht über Facebook, wo die Grippewellen sich hin entwickeln. Das heißt also, man sieht, wie die Epidemie sich ausbreitet aufgrund der Anzahl der Aussagen, Erkältung, Grippe und dergleichen, die in den entsprechenden Mails oder Tweets entsprechend enthalten ist. Führt dazu, dass die Pharmakonzerne diese Informationen kaufen, übrigens die Werbung für ihre Produkte schon schalten, obwohl die Grippewelle noch gar nicht da ist und die Medikamente in die Apotheken schon ausliefern, obwohl der Bedarf noch nicht da ist. Den Kunden freut das. Erstens weiß er, die Grippewelle kommt, zweiter weiß er, meine Medikamente sind sozusagen schon da. Wir können heute theoretisch viel stärker voraussehen, wo Verkehrsstaus entstehen. Weil Sie brauchen ja nur theoretisch zu sehen, wo im Endeffekt die SIM-Karten im Stau stehen oder vielmehr die Apps im Stau stehen, die SIM-Karten werden ja nicht analysiert, um zu sagen, da passiert gerade in der Sekunde was, in Echtzeit und nicht über einen komplizierten Prozess, der dann hinterher übers Radio dann informiert, übrigens, da ist schon seit einer halben Stunde Stau, ja, herzlichen Glückwunsch, ich stehe gerade drin. So, das ist also auch ein Riesennutzen für den Kunden. Und deswegen lassen sich auch viele Kunden, wir alle sind froh über diese Dienste, die wir dort bekommen. Das Problem ist nur, dass wir diese Sache nicht richtig zu Ende denken. Weil ich glaube, da auch enorme Gefahren sind. Wir haben mit dem NSA-Skandal gelernt, dass diese Daten auf einmal missbraucht wurden für die Terrorbekämpfung. Wollten wir das, dass unsere Daten dafür analysiert wurden? Vielleicht können wir das aus einer gesellschaftlichen Seite noch heraus unterstützen. Wir sehen aber jetzt auch, dass, ich sag mal, ein Stück weit unsere Selbstbestimmung aufhört. Aber ich komme mal zur Selbstbestimmung und vor einigen Wochen an Plakaten vorbeigelaufen, da stand drauf, fand ich einen coolen Spruch, Liebe ist kein Zufall. Ja. Also es gibt heute natürlich all diese Partnerbörsen, es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Leute da zusammenkommen. Ich frage mich immer persönlich, was passiert, wenn der Algorithmus ein Update kriegt. Also,
Passt noch besser. Vielleicht noch besser. Naja, ich meine, noch ist es zu jung. Man könnte ja irgendwann tatsächlich mal genau messen und sagen, ja, ist diese algorithmisch zusammengeführte Liebe, ja, vielleicht besser, wenn die Scheidungsquoten niedriger sind, ja, wäre ja vielleicht gut für die Gesellschaft. Ich würde gern einen kleinen Widerspruch noch anbringen. Ich glaube nicht, dass jeder und jede möchte, sozusagen immer diejenigen zu finden, die uns gleich sind. Ich finde das einen ziemlichen Albtraum. Es hat schon 1999 einen ganz berühmten Forscher, Howard Rheingold, gegeben, der gesagt hat, das erzeugt ja digitale Stämme, Digital Tribes nennen wir die. Das heißt, ich finde immer nur alle Leute, die ähnlich sind. Immer das, was ich will, das wollen diese anderen auch. Wie langweilig, wie öde. Was ist das für eine Form von sozialem Miteinander? Ich finde das persönlich ausgesprochen problematisch. Und auch die Frage, warum beispielsweise ein Algorithmus jetzt immer nach Ähnlichkeiten guckt, das kann mir überhaupt niemanden erklären. Ich bin mir nicht so sicher, ob also bei den Partnerbörsen, ob man so blöd ist, nur zu sagen, okay, ich gucke jetzt auf Ähnlichkeit. Ich glaube, Attraktivität, also die Algorithmen lernen und stellen möglicherweise irgendwann fest, es sind genau die Partner, die vielleicht gegensätzlich sind, die besonders gut passen. Also die Frage für mich ist tiefer gestellt, wenn wir plötzlich, das gilt für den Stau, das gilt für die Grippe, das gilt für viele andere Sachen, wenn wir in eine Welt hineinkommen, wo wir plötzlich sagen, diese Maschine ist besser als das, was wir selber vielleicht können, dann ist die Frage, das ist einerseits eine Entmündigung, ja, weil vielleicht mein Instinkt ist nicht so gut wie der Algorithmus, aber es ist vielleicht ein Vorteil. Diese Diskussion ist nie geführt worden. Wofür entscheiden wir uns? Das ist vielleicht noch mal ein Argument. Facebook macht Folgendes. Facebook sortiert nach einiger Zeit unsere Aktivitätsgrade an Freunden. Also wenn ich zum Beispiel jemanden relativ selten kontaktiere, verschwindet der an die sogenannte Peripherie. Was heißt das denn? Ja? Also bedeutet das, dass ein Algorithmus steuert, was für mich Freundschaft heißt? Ja? Da sind ja noch ganz viele symbolische soziale Beziehungen dahinter. Also von daher denke ich, dass die Debatte, die wird jetzt auch geführt, also ich erinnere an den Spiegelartikel und so, es ist ja wirklich Thema im Moment, dass wir sagen, diese Rechenmodelle, die wir als Algorithmus bezeichnen, die sind ja viel mehr als nur ein Rechenmodell. Die basieren ja auf ganz vielen sozialen, kulturellen, politischen Rahmenbedingungen. Ja? Und das finde ich persönlich als eine der Dinge, die viel zu wenig im Mittelpunkt im Moment sind. Aber ich möchte noch einen Moment lang dabei bleiben zu sagen, wir spinnen weiter. Wir spinnen weiter in eine Welt, bei der ein Algorithmus zum Beispiel in der Lage ist, nach und nach über mein Verhalten. Und wir reden jetzt nicht nur von dem Handy und meinem Bewegungsmuster, wir reden von der Tippfrequenz oder meiner Sprache. Es gibt heute schon ein Projekt, da untersucht man Parkinson aufgrund der Sprache. Also man kann dann anhand von kleinen Mikrowellen und Dellen feststellen, hier bewegt sich einer zu. Das ist doch, wenn man philosophisch mal darüber nachdenkt, in einigen Jahren so, dass ich möglicherweise feststelle, okay, der Computer sagt mir voraus, ich werde in 5 Jahren, was weiß ich, an Alzheimer sterben. Ich weiß es heute und ich kann heute noch denken. Ist das Prädestination in neuem Gewand? Ich weiß nicht, ob nicht jeder medizinische Fortschritt dasselbe Problem hätte, dass ich vielleicht auf einmal mehr weiß darüber, was mir passieren könnte. Was ich aber eigentlich als Problem sehe, ist diese ganzen Mikrodaten, die anfallen, dass die Computer uns inzwischen besser kennen, als wir uns selber vielleicht in mancherlei Hinsicht. Das offenbart eine Frage, was man veröffentlichen darf von diesen Daten. Wenn beispielsweise meine Handy-Positionsdaten dazu herangezogen werden, zu gucken, ob ein Stau irgendwo ist, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil das nichts über mich persönlich aussagt. Sind Sie so sicher? Das wollte ich genau sagen. Ja. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wenn es mit anderen Daten korreliert wird, die vielleicht für sich genommen auch harmlos sind. Und da kommen wir an den Punkt, dass wir im Moment die Sache nicht wirklich präzise diskutieren, sondern wir haben mehr schwammige Begriffe, wie wir brauchen informationelle Selbstbestimmung oder Datensparsamkeit. Das sind alles sehr gute Prinzipien, aber nicht präzise. Und in der Forschung gibt es jetzt einen Trend,
das Maß an Anonymität, das man durch Anonymisierungsmaßnahmen feststellen, also herstellen kann, dieses Maß zu messen. Das ist vielleicht für große Realweltphänomene so noch nicht möglich, aber in kleineren Spielzeugbeispielen beobachtet man dann genau, wie es passieren kann, dass zwei anonymisierte Datenbanken, die veröffentlicht werden, gemeinsam wieder de-anonymisiert werden können. Und man kann zum Beispiel herausfinden, wie wahrscheinlich das ist, wenn das zufällige Daten sind, dass sowas passieren kann. Und das erlaubt es uns vielleicht, die Diskussion zu präzisieren und vielleicht auch etwas besser in Zukunft einschätzen zu können, wie schlimm es ist, wenn wir etwas preisgeben. Aber wir haben diese... Ich würde gerne darauf reagieren. Zum einen... Es ist ja erstmal schön, wenn wir heute bei Amazon ein Buch kaufen, dann kriegen wir eine Empfehlung, welches Buch wir vielleicht noch lesen wollen. Also ich nutze diesen Service und finde das angenehm, finde so meine Schweden-Krimis, die ich vielleicht sonst nicht entdeckt hätte. Der Amazon-Server kennt mich und weiß, welche Präferenzen ich habe in der Literatur und so kriege ich meine Empfehlung. Amazon hat aber jetzt mittlerweile Algorithmen entwickelt, dass sie weiß, was ich kaufen werde. Sie liefern heute schon Dinge aus, um zu wissen, was im Weihnachtsgeschäft von den Konsumenten entsprechend gewonnen wird, weil sie diese Daten haben. Und ich glaube, der Punkt, über den wir diskutieren müssen, wo ist da die Grenze? Weil ich glaube, wir stehen gerade am Anfang. Momentan sind die Algorithmen noch relativ banal. In der Zukunft werden diese Objekte ganz anders noch zusammengestellt werden. Und auf einmal steht eine Welt, wo man im Endeffekt sagt, für eine Einstellung eignet der sich auf dieser Position nicht, weil man das gesamte digitale Profil vielleicht auch anonymisiert mit einer Ampel gelb, grün oder rot ausgeliefert bekommt. Und der Einzelne weiß irgendwann, wie kriege ich eine grüne Ampel und fängt auf einmal an, sein Verhalten zu normieren. Das heißt, das Netz definiert auf einmal, wie ich mich in der Realität verhalte. Und da dreht sich ja irgendwo die Welt um. Bisher liefern wir Daten, um Nutzen zu haben. Und irgendwann liefert das Netz Informationen, die mein Verhalten bestimmen. Es kommen die Wilden und diese Grenze, und diese Grenze zu ziehen. Bitte, nicht, dass ich bin gar nicht in dem Lager, dass ich jetzt irgendwo der Big Data-Fan bin. Die Deutsche Telekom hat kein Geschäft wie die klassischen Internet-Giganten. Ich komme gleich nochmal dazu. Wir dürfen und wir analysieren unsere Kundendaten nicht. Haben wir nie getan. Deswegen hatten wir auch das Phänomen nie in Deutschland. Aber durch die Applikationen, durch das Ich stimme zu, fließen alle diese Informationen mit einem Rutsch in ein amerikanisches Rechtssystem rein, wo im Endeffekt das System sagt, alles, was nicht verboten ist, darf gemacht werden. Wir kommen jetzt zu zwei... Und da sage ich an der Grenze, deswegen, ich bin bei Ihnen, wo ist die Grenze, wird technisch eine enorm schwierige Frage sein, das zu definieren. Aber wir müssen erstmal überhaupt wieder sagen, wollen wir eigentlich unsere Daten besitzen? Gehören uns eigentlich unsere Daten noch? Wem gehören eigentlich Daten über einen Kunden? Die Amerikaner sagen, in dem Moment, wo du Ich stimme zugesagt hast, sind das nicht mehr deine persönlichen Daten, sondern dann sind das unsere Daten. Und die dürfen wir vermarkten und nutzen, wie wir wollen. Und deswegen sage ich, ich glaube, am Anfang einer Diskussion muss erstmal eine Diskussion über den Rechtsrahmen im Ganzen stehen. Und über da müssen wir sprechen, über Selbstbestimmung und nicht direkt in irgendwelche Fragen über Algorithmen oder über ganz fein sezilierte technische Lösungen. Ich will aber, Sie haben, Herr Höttges, eigentlich zwei Aspekte angesprochen. Ich will den einen wirklich mal die Pausentasten drücken, weil Sie vom Buch gesprochen haben und ich finde, da kann man sogar noch ein bisschen weitergehen. Denn es geht nicht nur darum, vorherzusagen, welches das nächste Buch ist. Nehmen wir Bücher. Bücher werden heute zunehmend auf elektronischen Tablets gelesen. Auf diesen Tablets gibt es eine Kamera. Ich war Ende letzten Jahres in Schweden. Und es gibt eine wunderbare Eigenschaft, diese Kamera registriert die Augenbewegung, was den großen Vorteil hat, wenn ich unten an der Seite angekommen bin, muss ich nicht blättern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Kamera registriert aber auch, was ich lese. Das bedeutet, meine Kinder haben alle noch dem Deutschlehrer gesagt, Effi Briest haben wir gelesen. Das wird in ein paar Jahren nicht mehr möglich sein. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.
In diesem Forschungsinstitut untersucht man nicht nur die Augenbewegung, sondern die Pupillendilatation. Das bedeutet, ich habe sozusagen eine Möglichkeit zu messen, ob der Text, den der Kunde gerade liest, spannend ist und ob das Buch möglicherweise an der Stelle abgebrochen wird. Und das führt dazu, dass der Autor der Zukunft vom Verleger, wenn es den überhaupt noch gibt, gesagt bekommt, pass auf, die steigen alle auf, in Anführungszeichen, Seite 33 auf und er fängt an, das Kapitel umzuschreiben. Und dann lesen sie einen Roman der Zukunft, wo plötzlich ihre eigenen Freunde denen vorkommen. Denn historisch gesehen das erste Mal, dass das Buch den Leser verrät. Denn sie haben das Buch elektronisch gekauft und die wissen, wer sie sind. Sie lesen das Buch und irgendwann klingelt das Telefon. Und das Buch ruft sie an. Das heißt, ich versuche das mal bewusst pointiert noch ein bisschen auf dem technischen Wege weiterzugehen. Das ist nicht nur die kleine Kaufempfehlung, sondern hier passiert kulturell etwas, dass Bücher der Zukunft möglicherweise geschrieben werden, im Hinblick auf Vermarktbarkeit, mit dem Wissen all dieser Sensorik, die ja, natürlich schon sagt, kommen diese Bücher an. Das ist eine fundamentale Veränderung der Kultur. Entschuldigung, dass ich das mal etwas detaillierter ausführe. Markus Beckendahl, in dem Moment, wir kommen gleich zu den USA, reden wir von einer veränderten Kultur in der Gesellschaft. Ja, es muss ja erstmal nichts Schlimmes sein. Also ich bin mal gespannt, wie diese Bücher für uns zu lesen sein werden, ob sie spannender sein werden als die Standardwerke, die man in der Schule lesen muss. Sie müssen spannend sein. Ja, klar, ne? Also es ist ja, es gibt ja jetzt schon die ersten Anzeichen, wie sich Journalismus verändert, wenn auf einmal Maschinen, Algorithmen quasi Sportergebnisse machen. Also man braucht ja eigentlich, um Fußballergebnisse oder Fußballspiele nachzuerzählen, kaum noch Journalisten. Natürlich bringen die eine emotionale Note rein, aber um einfach mal zu erklären, was ist da passiert, braucht man nur Daten einzugeben. Das Spannende wird halt sein, wie verändert sich Öffentlichkeit und wird der Journalismus sich verbessern oder verschlechtern, wenn halt aufgrund dieser Daten dann Geschichten auch für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich aufbereitet werden. Und ich mache mir da generell bei der Kultur weniger Sorgen, ich mache mir mehr Sorgen, wer hat eigentlich Zugriff auf diese Daten, welche Bücher ich lese und wie viel ich davon gelesen habe. Weil dann kann man in mein Gehirn reinschauen und man kann meine Entscheidungen vorhersagen. Und da ist halt die Frage, hat der Staat, haben dann Sicherheitsbehörden darauf Zugriff, ja oder nein? Das ist für mich die entscheidende Frage. Nicht, wenn da jetzt viele Daten erhoben werden und ich kriege dafür ein super Buch, dann bringt mir das ja erstmal Vorteile. Aber ich bleibe noch einen Moment wirklich dabei, selbst wenn wir später diskutieren, wer darauf Zugriff hat. Frau Timm, Sie haben gerade gesagt, das wird so eine Gesellschaft, wo immer nur das ist, was wir sind, more of the same. Wird das nicht am Ende zu einer tatsächlich Verarmung von Kultur, von neuen Gedanken, vielleicht von schrägen Gedanken führen, weil im Grunde genommen alles sozusagen auf Zentralheizungsniveau ja, angepasst ist an den Klienten. Ich rede noch nicht, wie gesagt, davon, wer das steuert. Das war genau das, was ich versucht habe vorhin zu sagen. Dieser Punkt beispielsweise, ein Buch, ja, was vielen gefällt, wäre ein Quotenbuch. Ein Bestseller. Wer mag denn unser Fernsehen? Also das Schimpfen über das Fernsehen ist ja nun wirklich, ich würde mal sagen, allgemein gut. Ja, da geht man nach der Quote. Die Quote ist nichts anderes als zu messen, wer wie oft was sieht und wer vielleicht auch rausgeht und auf Toilette geht, das kann man ja heute alles auch messen. Was bedeutet es? Mainstream, der letztendlich alle langweilt. Ja? Und das ist natürlich auch, und wenn wir von kulturellen Folgen reden, das ist natürlich das, was wir jetzt auch wirklich aus der wissenschaftlichen Perspektive durchaus schon sehen. Und das Widerständige, und das ist das Tolle am Netz, ja? Das ist das wirklich, und da würde ich auch absolut zustimmen, dass es die Chance ist, dieses Zugreifen von allen, ich habe ja auch gesagt, global. Ja? Global heißt für mich wirklich, dass mir Länder nahe kommen, mit denen ich sonst nie irgendwas zu tun hatte. Deren Kulturen sind plötzlich bei mir, ich sage mal so in meinem Vorgarten, wenn mein Vorgarten mein Rechner ist. Und das ist eine große Freiheit und eine große, sag jetzt mal, positive Errungenschaft, die das vielleicht konterkarieren kann, ja? Dieses Schema F sozusagen fabrizieren, wenn man Kommunikation anschaut oder bestimmte Produkte, dann merken wir das heute auch schon. Sie haben natürlich eine hohe Sensibilität, was sozusagen Ihre eigene Privatheit betrifft in alledem und sagen, das will ich wissen, wer das macht. Wenn wir Gedankenexperiment, wenn ich mir vorstelle, meine Töchter im Bikini, und die sehen hübsch aus im Bikini,
hätten vor 100 Jahren, wenn die über einen deutschen Strand spaziert, hätte man die festgenommen, eingebucht und gesagt, das ist schändlich, weil du zeigst hier zu viel. Heute ist das gesellschaftlicher Konsens. Frage, wird unsere Vorstellung von Privatheit vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren so ähnlich absurd dann klingen wie Bademode anno 1900? Das kann sein, ich kann das nicht vorhersagen. Im Moment sollten wir aber trotzdem mal davon ausgehen, dass ein gewisses Maß an Privatheit da bleibt und dass wir ein gewisses Maß an Schutz brauchen. Und da war gerade in der Diskussion, dass man vielleicht einen Rechtsrahmen sich überlegen sollte, bevor man sich über die technischen Details unterhält. Da wollte ich so ein bisschen widersprechen, weil ich es nämlich genau umgekehrt sehe. Ich bin der Meinung, dass die rechtlichen Definitionen und Begriffe, die stammen aus einer Zeit, als man die Akte noch in den Schrank gestellt hat. Das heißt, wir müssen mit unserem Wissen über die digitale Gesellschaft die Rechtsprechung quasi befruchten, dass die passendere Begriffe und Definitionen findet. Ein Beispiel ist die Anonymisierung. Die Anonymisierung im juristischen Sinne ist das Wegmachen des Personenbezugs. In der Informatik gibt es eine andere Technik, dass man einfach den Informationsgehalt vergröbert, verwischt, verrauscht, aber den Personenbezug lässt. Also so etwas wie, ich gebe ihr Gehalt an in einem so absurd großen Intervall, dass jeder sofort sagt, ja, da lerne ich ja fast gar nichts. Aber das ist im juristischen Sinne keine Anonymisierung. Trotzdem ist es eine sehr wichtige Technik. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt den Rechtsrahmen, ich sage jetzt mal überspitzt, endgültig abstecken würden, dann würden wir uns die Chance nehmen, mit solchen Techniken vielleicht doch statistische Daten zu veröffentlichen, die aber doch eben über mich persönlich wenig sagen. Also das eine ist Anonymisierung, das zweite ist, und Tim Höttges hat das natürlich auch angesprochen, die Frage Rechtsraum. Jetzt ganz konkret, und das ist eine alte Kamelle, ich schreibe eine Mail, ich habe das mal gemacht vor 1995, eine E-Mail von Hennef nach Olpe und habe getraced, wie läuft die. Das war total spannend. Die lief über St. Augustin und dann ging es rüber über den Atlantik, ja, über Washington, Frankfurt und dann nach Münster, nach Olpe. Wir haben eine Dame bei uns im Land, die sagt immer, in Deutschland gilt deutsches Recht. Aber jetzt frage ich einfach mal Tim Höttges, welches Recht hat diese E-Mail wo? Also sobald die in den USA ist, sagen die Amerikaner auch, super. Also jetzt haben Sie mehrere Dimensionen angesprochen, wir müssen ein bisschen sortieren hier mal. Die erste Frage war das Bikini-Beispiel, ne? Ja. So, da bin ich jetzt auch hängen geblieben. So, das glaube ich Ihnen. Bei so, meinen Töchtern garantiert. Ja, so, das Bikini-Beispiel. Erstmal, die Menschheit baut an der größten Maschine, die je gebaut worden ist. Und das auf allen Ecken dieser Erde. Und wenn wir die Naivität haben sollten, diese Maschine zu stoppen oder überhaupt irgendwo da jetzt zu versuchen, dass das jetzt irgendwo alles Teufelszeug ist, ich glaube, dann würden wir einen Riesenfehler machen. Weil die Globalisierung, der volkswirtschaftliche Wohlstand, wir gehen davon aus, dass das OECD-Studie sagt, 50% aller Produktivitätsvorteile der nächsten Generationen kommen aus diesem Umfeld heraus. Wenn wir uns anschauen, auch den demokratischen Nutzen, den das Internet gebracht hat, nehmen Sie den arabischen Frühling als ein Beispiel. Wäre ohne das Internet gar nicht möglich gewesen. Das Internet, ganz ehrlich, war von der ursprünglichen Idee her, die Demokratisierung, das war von Menschen für Menschen gemacht. Das war mal die idealisierte Welt, die da gebaut worden ist. Jetzt ist das Internet in der Phase, wo es knallhart kommerzialisiert wird. Knallhart. Das ist ein gigantisches Geschäftsmodell, was da entstanden wird. Ich sage ein Beispiel, nur um mal ein Gefühl zu geben. Google hat heute 130 Milliarden Cash auf der Bilanz stehen und hat einen Eigenkapitalwert von 275 Milliarden Euro. Das ist mehr wert als alle Telekommunikationsunternehmen in Europa zusammen. Nur dieses Unternehmen. Das heißt,
die Daten, die man irgendwo, diese idealisierte Welt des Internets, die irgendwann mal, ich sag mal, wirklich Menschen, Dienste vernetzt hat, Nutzen geschafft hat, Produktivität geschafft hat, wird knallhart kommerzialisiert. Von wem? Haben wir das gewollt? Haben wir das gewollt? War das die ursprüngliche Idee des Internets? Ich sage als Telekommunikationsverantwortlicher, wir finden das schön, dass diese Vernetzung stattgefunden hat, weil das ist unser Geschäftsmodell. Die Kommerzialisierung der Daten ist nicht und war nicht unser Geschäftsmodell. Aber was wir nicht bedacht haben bei dem System ist, dass man irgendwo, ich sag mal, diese Daten alle aus dem Land raus exportiert und diese Geschäftsmodelle entstehen ja zu 90% außerhalb unseres Rechtsrahmens. Das sind alles amerikanische Systeme im Wesentlichen. Mhm. Da sitzt diese Dominanz in diesem Indien. Und übrigens, diese Daten werden ausgewertet und das Geld dafür kommt wieder von uns. Weil diese Daten werden ja an uns zurückverkauft. Wenn Sie heute wissen wollen, ob Ihr Einkaufsfenster produktiv ist, dann fragen Sie das bei Google ab, kriegen dafür entsprechende Daten, weil die wissen, wie lange der Kunde vor dem Schaufenster stehen geblieben ist. Und da ist er dankbar drüber, das ist dem ein Wert, weil dann kann er nämlich umdekorieren, hängt was anderes ran und hat im Endeffekt mehr Kunden, die da stehen. Also wir haben ein System gebaut, wo wir aber rechtlich gesehen für uns Europäer keinen richtigen Rahmen geschaffen haben. Und ich will gleich auf diese Peering-Fragestellung, wo geht meine E-Mail hin, ist für mich eine technische Fragestellung. Ich will noch mal ein Stück höher bleiben. Und das liegt daran, dass wir einfach nicht bedacht haben, dass wir in Amerika ein völlig anderes Rechtssystem haben, was den Datenschutz betrifft, als das europäische System betrifft. Ja, die Politik wollte das nicht verstehen. Gut, weiß ich das nicht. Das ist ja eher das Problem. Also es gibt ja seit 11 Jahren das Datenschutzabkommen Safe Harbor beispielsweise, wo die USA quasi versprochen hat, als dieser Deal mit der Europäischen Union beschlossen wurde, dass unsere Datenschutzgesetze selbstverständlich auch in den USA respektiert würden. Da hat sich die Europäische Union offensichtlich über den Tisch ziehen lassen, weil das war damals schon klar, dass es keinerlei Datenschutzkontrolle in den USA gibt und das einfach nur ein leeres Versprechen ist. Sie haben es trotzdem zugelassen, dass diese Daten rüber übermittelt werden. Wir haben die Europäische Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995, die alles so regelt, die es dazu, also einen Rechtsrahmen geschaffen hat. Ich möchte dann ein Stück weitergehen. Wir haben also festzustellen, wir haben keine europäische Datenschutzgrundverordnung, die gibt es momentan nicht, die liegt beschlussseitig vor. Wir haben ein europäisches, deutsches Datenschutzrecht, was nicht kompatibel ist mit dem Amerikaner. Wir bewegen uns aber in einem globalen Markt, wo Daten, ich sag mal in Millisekunden, zwischen den Kontinenten hin und her gesteckt werden und dadurch zwischen den Rechtssystemen hin und her wandern. Jetzt kommt eine neue Dimension. Google arbeitet daran, entsprechend Inseln zu bauen und auf diesen Inseln entsprechend ihre Serverfarmen zu installieren. Damit bewegen sich die Serverfarmen auch aus dem amerikanischen Rechtsraum raus, weil im Endeffekt auf dem hohen Wasser entsprechend dieses Rechtssystem nicht gilt. Sie bewegen also sozusagen sich aus den gesellschaftlichen konformen Rechtssystemen noch ein Stück weit raus. Und da sage ich Ihnen, dieses System kriegen wir nur gelöst, wenn wir supranationale, übergreifende Rechtssysteme für den Schutz der Daten finden. Und wenn es wirklich nur um die Bikini-Daten hier der Tochter in Hennef-Rott gilt. Ja, es gibt bei dieser Datenschutzdiskussion eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Sicherheitskräfte, in den USA ganz konkret, FISA 2008, Section 502. Das ist genau der Gesetzestext, der in der Basis unterscheidet, dass der US-Amerikaner durchaus Rechte hat, und der Nicht-Amerikaner, sprich wir, sozusagen die Hosen runterlassen. Das ist auch der Grund, warum Safe Harbor und warum ein No-Spy-Abkommen nicht funktioniert. Aber das ist noch auf der Ebene von Geheimdiensten. Meine Frage ist, und in der Antwort von Ihnen gab es zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Rechtssicherheit. Das zweite ist die Ebene, dass im Moment ein Großteil der Innovation, der Infrastruktur, des Know-hows, der Datenflüsse in die USA gehen. Man muss kein Freund oder Feind der USA sein, aber wenn man sich einfach mal 100 Jahre zurückdenkt, wir hätten damals zu Beginn der Elektrifizierung nur den Strom aus den USA bekommen, die Generatoren aus den USA etc., hätte ganz schnell Europa gesagt, stopp mal, wir müssen auch aufstehen. Haben wir gepennt, Herr Höttges? Also warum sind die alle so groß und warum, ja,
sitzen wir eigentlich nicht mehr im Fahrersitz bei dieser Entwicklung? Also erstmal die Frage Safe Harbor kommt aus 9/11 heraus. Und dass diese Bedrohung der amerikanischen Systeme, wo man gesagt hat, es ist wichtiger, die amerikanische Bevölkerung vor Terroranschlägen zu beschützen, als die Individualsphäre. Das ist ja schon mal eine Aussage. Bei uns im Artikel 1 steht drin, die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen. Unantastbar. Und vor dem Hintergrund passt gerade Safe Harbor. Und was heißt Safe Harbor? Auch für die Zuhörer, weil viele wissen gar nicht. Im Endeffekt wird damit legitimiert, dass alle Daten, die auf unseren Servern oder auf den Netzen laufen, im Endeffekt in Amerika entsprechend genutzt werden dürfen. Das heißt also sozusagen, die Daten wandern da drauf. Da gibt es zwar eine Art Selbstverpflichtung, dass man dokumentieren muss, was wird mit diesen Daten gemacht, wo gehen diese Daten hin. Nur diese Selbstverpflichtung ist an keinerlei Sanktionen geknüpft. Und dadurch wandern heute die Daten entsprechend in der Kopie von einem Server auf den nächsten und können entsprechend dann auch zur Terrorbekämpfung von der NSA entsprechend wandern. Das heißt also, wir haben ein Rechtssystem, wo diese Daten legitim außerhalb unseres Rechtsraums rauswandern und entsprechend in Amerika entsprechend analysiert werden können. Haben wir da gepennt? Ich glaube, wir haben damals das primäre Ziel unterstützen wollen, den Terror der Welt zu reduzieren, was ja ein richtiges Ansinnen war. Aber wir haben damit alle unsere Grundrechte aufs Spiel gesetzt. So, und wir haben aber in der Konsequenz damit für das Einzelne, für die Selbstbestimmung, haben wir damit natürlich einen hohen Preis bezahlt. Der war uns damals, glaube ich, zumindest mir war der damals als Bürger dieses Landes nicht so bewusst. Der wird jetzt bewusst in der Phase, wo wir uns auseinandersetzen. Da müssen wir dran arbeiten. Deswegen ja auch meine Forderung, wir müssen an das Safe Harbor Abkommen ran und wir müssen eine europäische Datenschutzgrundverordnung haben, dass egal welche Firma meine Daten besitzt, dass sie sich an die Gesetze des Einzelnen in dem Land, wo er herkommt. Weil ansonsten ist im Endeffekt sozusagen meine Persönlichkeit, die ich ja hier in einem Rechtsrahmen in Deutschland geschützt haben will, ist nicht mehr gewährleistet. Tim Höttges, wenn man heute bei Facebook dabei ist oder bei Amazon oder bei anderen Diensten, dann gibt es ja immer am Anfang dieses Ich willige ein und im Kleingedruckten kann jeder nachlesen, dass der Rechtsstandort nicht Deutschland ist. Also selbst bei Wikipedia, ja, wenn Sie in Wikipedia irgendeine Schweinerei haben und Sie wollen klagen, versuchen Sie es, das müssen Sie nicht hier machen, das müssen Sie in den USA machen, es ist eine US-amerikanische Stiftung. Wäre nicht zuerst einmal der ganz elementare Schritt, dass man einfach sagt, wer hier in Deutschland Business macht, muss auch hier in Deutschland rechtlich sozusagen sich outen. Weil ansonsten, Sie haben gerade das Beispiel Google erwähnt, die Betreiber, die auf irgendwelche Inseln gehen, so wie die Finanzwelt auch auf Inseln à la Cayman Islands geht, damit entzieht man sich ständig. Ist es da nicht klüger, dass eine Nation oder zumindest Europa selber einfach darauf besteht und sagt, willst du hier Business machen, dann bitteschön hier und wenn irgendwas ist, verklagen wir dich hier nach europäischem Recht und das tut weh. Also unsere Forderung ist ganz klar, was das Thema betrifft. Wir sind der Meinung, dass es nicht sein kann, dass die Kunden unserer Daten einfach aus dem Land heraus wandern. Und deswegen hat die Deutsche Telekom den Vorschlag gemacht, ein sogenanntes Schengen-Routing einzuführen. Was heißt Schengen-Routing? Im Endeffekt, wir haben einen europäischen Datenstandard. Und alle Daten, das ist das berühmte Mail, wo wir das geredet haben, wenn das jetzt von Hennef nach Olpe geht, dann bleibt das in Deutschland und geht nicht über eine ausländische, außerhalb des Schengen-Raums Leitung. Das ist durch sogenannte Peering-Tabellen, das heißt also da, wo diese Netzknoten entsprechend miteinander arbeiten, ist das möglich, das können wir einrichten für die, die es wollen. Im Moment unterliegt das sogenannte Peering rein dem Effizienzgedanken. Das heißt also, umso billiger wir diese Informationen verschicken können, umso billiger tun wir das natürlich auch. Es ist ein ökonomisches Prinzip dahinter. Weil es gibt ja auch bewusst keine Entscheidung, ein Schengen-Routing zu machen. Und es gibt ja auch aus der Politik durchaus die Stimmen, Schengen-Routing macht keinen Sinn, weil wir grenzen uns dann ab und wir fragmentieren eigentlich das, was das Internet ausgezeichnet hat. Nämlich diese globale Welt. Und ich glaube, ich würde hier im Raum sofort viele Leute emotional damit
gewinnen, wenn ich sagen würde, finden Sie das gut, dass die Türkei Facebook und YouTube abgestellt hat? Nein, finden wir nicht gut. Also vor dem Hintergrund, ich sage mal, wo fängt das jetzt an? Also sollen wir uns jetzt abgrenzen oder sollen wir uns jetzt nicht abgrenzen, was das Thema ist? Aber technisch gesehen überhaupt kein Problem. Für Geschäftskunden tun wir das. Wenn Geschäftskunden sagen, wir wollen, dass unsere Daten in Deutschland bleiben, dann bleiben die auf deutschen Datenservern. Wenn wir sagen, Geschäftskunden wollen sicher kommunizieren, dann machen wir dann entsprechend auch die Dienste ist dafür. Ist das bei Geschäftskunden? Das ist ein Dienst. Ja. Aber ist das der bei Dienst, Geschäftskunden das, nach NSE sogar ein profitables Geschäft? Für die Deutsche Telekom ist es ja ein ganz, jetzt sind wir bei dem Kern unseres Problems, bei der Telekom. Ist WhatsApp ein Kommunikationsdienst? Natürlich ist WhatsApp ein Kommunikationsdienst. WhatsApp ist kostenlos. Ja, die Telekom, da verlangen die Geld. Bei Facebook kriege ich es kostenlos. Natürlich kriegen sie nichts kostenlos in dieser Welt. Dahinter steht wieder das Modell, ich gewinne Daten, diese Daten analysiere ich, diese Daten verkaufe ich, also kann ich ein Geschäftsmodell wie die Telekom kostenlos subventionieren. Jetzt bauen wir Infrastruktur. Ja, wir haben alleine in Deutschland 35 Milliarden Euro gebundenes Kapital in Infrastruktur und haben einen Wettbewerber, der auf dieser Infrastruktur, auf diesem Internet einen Telekommunikationsservice für null anbietet. Da sagt der Kunde, das ist doch super. Für uns ist das natürlich ein Teufelszeug. Ja. Die Industrie hat 40 Milliarden Euro Umsatz durch WhatsApp verloren. Und das ist natürlich, wir bauen aber die Netze, die da im Endeffekt die Versorgung dafür stellen. Das heißt also, der Gast wird von seinem Wirtstier sozusagen, ich sag mal, ein Stück weit erdrückt. Da kann man aber auch genauso sagen, die Deutsche Telekom hat das Geschäftsmodell nicht früh genug gesehen, dass man mit Messenger-Diensten einfach mal einen Markt schaffen kann. Man hat viel zu lange auf die SMS gesetzt, das war halt ein super irgendwie Geldesel, der die ganze Zeit für wenige Bits und Bytes irgendwie Geld rausgeschüttet hat, während dann solche Unternehmen wie WhatsApp einfach mal eine einfach zu nutzende Lösung geschaffen haben. Ja, aber es wäre ja aufs Gleiche rausgekommen. Hätten wir WhatsApp für kostenlos angeboten, dann hätten wir dahinter ein Datenmodell bauen wollen. Das dürfen wir nach deutschem Telekommunikationsgesetz nicht. Wir haben also gar nicht das Spielfeld, einen kostenlosen Telekommunikationsservice anzubieten, weil wir eben kein Geld mit Big Data verdienen. Das heißt, wir haben eine Asymmetrie in den Räumen. Wir könnten natürlich sagen, wir machen das Gleiche wie eine Facebook und analysieren unsere Daten und machen kostenlose Messaging-Services. Da wir aber nur Telekommunikation machen, müssen wir auch nur mit der Telekommunikation unser Geld verdienen. Also wir haben zwei sich konkurrierende Systeme. Nur der Kunde sagt, es ist doch wunderbar, kostenlos zu telefonieren, wissen, dass er in dem Moment seine Daten als Währung einsetzt. Ja, aber da können wir ja schon mal übereinstimmen. Wir brauchen eine EU-Datenschutz-Grundverordnung und die muss auch kommen. Die darf die Politik nicht immer nur ankündigen und die deutsche Politik verhindert dann hinter den Kulissen, dass sie kommt, weil da würde man schon einige Probleme lösen. Ich möchte aber nochmal auf Ihr Schengen-Routing zurückkommen. Ich sehe das nicht so positiv wie Sie. Ich kann mir vorstellen, warum die Deutsche Telekom das machen möchte. Technisch wäre sie bereits vor langer Zeit in der Lage gewesen, wenn dieses Peering wie bei fast allen anderen Providern über Frankfurt laufen würde, über den Internetknoten D6, dann wäre es nämlich möglich, dass man halt von Kabel Deutschland irgendwie von Olpe nach Hennef eine E-Mail schicken könnte zur Deutschen Telekom. Das geht bei ganz vielen Providern, das geht aber nicht, weil die Deutsche Telekom erstmal alle Daten über Amsterdam routet und dort Peering macht und dann wären sie dann wieder über amerikanische Leitungen nach Frankfurt geschickt, wo sie dann weiterkommen. Und ich glaube, dieses Schengen-Routing ist eingeführt worden oder sagen wir mal in der Öffentlichkeit verkauft worden als Möglichkeit, weniger von der NSA überwacht zu werden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Erfolg wäre, weil ich vermute immer noch, und da gibt es viele, die das vermuten, dass unser eigener Bundesnachrichtendienst in dieses NSA-System integriert ist. Heute hat im Bundestag eine Anhörung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss stattgefunden, wo drei Verfassungsrechtler gesagt haben, also wir wissen gar nicht, was der BND da macht. Das könnte hochgradig illegal sein und verfassungswidrig, weil die in Echtzeit den ganzen Datenverkehr in Deutschland ins Ausland überwachen. Was wollen Sie denn?
Wollen Sie, dass die Datenleitung über die NSA läuft, wo dann entsprechend die Abzüge ist, oder wollen Sie, dass Sie jetzt ein Schengen-Routing haben, wo Sie dann sagen, dann hört der BND Sie ab? Ich glaube, nee, wir da wissen ist eine gewisse Paranoia da. Wir wollen gar nicht, dass Sie abgehört genau. werden, aber solange der BND wahrscheinlich in so einem Ringtauschsystem mitspielt, solange der französische Geheimdienst wahrscheinlich in so einem Ringtauschsystem stattfindet, solange in unseren ganzen Schengen-Infrastrukturen unsere eigenen Geheimdienste drinstecken und in einem Tauschsystem mit der NSA diese Daten tauschen, bringt auch ein Schengen-Routing überhaupt nichts bei dem eigentlichen Ziel, nämlich, dass unsere Daten geschützt werden. Da wären wir dann wiederum beim anderen Thema. Wir müssen Daten verschlüsseln in einer richtig sicheren Ende-zu-Ende-Kommunikation. Das ist eigentlich das einzige profane Mittel, um diese Überwachung in den Infrastrukturen zu verhindern. Aber Markus, jetzt erklären Sie mir etwas. Tim Höttges hat gerade das Beispiel, was natürlich blöd ist wie die Telekom, WhatsApp. Sobald etwas kostenlos ist, wissen, selbst wenn man den Leuten sagt, okay, und die greifen alle die Daten ab, merkt man, wie alle sagen, wir nutzen es. Haben wir ein Problem damit, dass wir im Gegensatz, ich sag mal, zu Zeiten, wo die Gestapo oder die Stasi die Leute abgeholt hat und man einfach wusste, okay, wenn da Privatheit verletzt wird, dann gibt es frühmorgens Leute, die plötzlich abgeholt ins Gefängnis gehen, etc. Im Moment kennen wir Geschichten, wo diese Privatsphäre zum Schaden, ja, missbraucht wurde. Denn wenn die nicht da ist, ist ja das große Problem, die Sensibilität in der breiten Bevölkerung fehlt, weil die sagen alle, naja, ob das so oder so ist, wenn es kostenlos ist, ich habe bisher noch nichts Negatives erfahren. Ja, was haben Sie denn? Das ist das Problem, dass uns die Narrative fehlen, die Geschichten dahinter und auch ein Gefühl dafür, wie digitale Überwachung funktioniert. Also bin hier in der Nähe aufgewachsen, deswegen kenne ich die Stasi nur vom Hörensagen, aber ich habe viele Freunde, die in der DDR aufgewachsen sind, die meinten, das konnte man fühlen. Man wusste, der Nachbar hört mit, man wusste, der Lehrer hört mit, man wurde einberufen von der Stasi, die Briefe waren geöffnet, das sah man und so weiter. Diese Überwachung war sichtbar, man fühlte sie, man begriff sie und in der digitalen in den digitalen Infrastrukturen fühlen wir es nicht. Doch, wir fühlen es, aber vielleicht positiv. Aber wir werden nicht bestraft, das ist das Problem. Ja, sozusagen die Bedrohung, die physische, psychische, ja, die war ja genauso spürbar. Ja, vielleicht nicht sofort imminent. Aber heute ist ja so, jedes Datum, was ich von mir gebe, gibt mir fast eine Belohnung, genau wie Sie gesagt haben. Mein Service wird besser, ich integriere mich und vor allen Dingen, man darf eins nicht vergessen, wir machen in Bonn ja auch sehr viel Forschung zu Jugendkulturen im Netz. Ja? Und der Gedanke, dass es sowas gibt wie Digital Natives, wenn ich den Begriff immer schon höre, ja, dann geht mir also immer schon das Messer in der Tasche auf, weil das ist sowas von falsch. Niemand ist naiver, gläubiger und begeisterter als 10- bis 14-Jährige. Ab dann fängt man an nachzudenken. Die Naiven, genau. Und das sind aber auch diejenigen, deren Leben faktisch ohne diese Form von Social Media gar nicht mehr funktionieren würde. Ich würde gerne auf die Bestrafung kurz zurückkommen. Die kriegen Sie bloß nicht so transparent richtig, mit. Ja. Sie werden ja aufgrund Ihrer eigenen Daten, ich sag's mal überspitzt, über den Tisch gezogen. Das heißt, wenn Sie mit einem teuren Tablet nach Produkten suchen, gibt es Online-Händler, die das wissend die Preise nach oben korrigieren und Sie dadurch bestrafen, weil Datenerhebungen eben gezeigt haben, dass Leute mit teuren Tablets auch für andere Dinge mehr Geld ausgeben wollen. Und jetzt ist es so, wenn man das auch wieder weiter und weiter und weiter denkt, dann ist es tatsächlich so, dass Leute, die meine Daten sammeln und immer genauere Profile von mir haben, werden nicht zögern, diese Daten zu benutzen, um mich zu übervorteilen. Aber ich glaube, es wird erst wirklich dann spürbar und ich sag mal so am eigenen Leib erfahrbar, wenn es um ein ganz wichtiges Thema geht, nämlich Gesundheit. Die körperliche Unversehrtheit, ja, haben wir. Die Gesundheit, Kampf um die Gesundheitskarte oder gegen, ist ein Teil. Da glaube ich, ganz ehrlich gesagt, in dem Moment, wo meine Daten, ja, wir haben ja sozusagen die Self-Optimizer, das ist ja auch so ein Begriff, den wir jetzt ja alle lernen müssen, ob wir es nun tun oder nicht, nämlich Menschen, die sich aufgrund von Informationen, die sich über irgendeine Form von Gadget holen, ihren Körper selbst gestalten und sich selber optimieren, ihr Leben optimieren, wenn diese Daten, ja, genau dort landen, wo sie dann auch kommerziell genutzt werden können, im Sinne von Gesundheit, Krankheit, Aussortierung, Jobs, ich brauche es gar nicht auszuführen, ich glaube, viele haben das auch schon gehört, ich glaube, dann
dann wird klar, welche wirklich bedroht. Aber jetzt spiele ich mal Advocatus an der Stelle und ich sage, ich habe Tim Höttges sogar letztens, glaube ich, mit einem Foto gesehen von einer Zahnbürste. Ich glaube, es mit WLAN. Okay. Ich habe eine Versicherung, eine Krankenversicherung, und die macht Ihnen einen Deal. Und die sagt, wunderbar, Frau Tim, wenn Sie diese WLAN-Zahnbürste nehmen, dann geben wir Ihnen einen Rabatt, weil wir können matchen, ob Sie wirklich regelmäßig schrubben. Und Sie kriegen noch mehr Rabatt, weil Sie haben auch dieses tolle Armband, mit dem Ihre Bewegungen registriert werden. Und wenn wir einfach merken, Sie joggen regelmäßig, ja, gibt es noch mehr Rabatt. Glauben Sie im Ernst, da gibt es nicht viele Leute, die sagen, ach super, ja toll, und ich nehme alles, weil es kostet weniger. Ja, aber das bestärkt das auch wieder nur den Konformismus. Genau. Das bestärkt auch wiederum nur den Konformismus. Und das Hauptproblem ist ja, wir haben im Moment noch nicht wirklich ein Widerrufsrecht, diese Daten irgendwie abgegeben zu haben. Wir haben auch keine Transparenz darüber, was mit diesen Daten passiert. Und das ist ja eher so das Hauptproblem an dieser ganzen Sache. Von mir aus kann jeder sich selbst entscheiden, Daten abzugeben, wie er möchte. Ich möchte aber gefragt werden und ich möchte auch das Recht haben zu sagen, nach einer Weile, ich möchte jetzt aber, dass die Daten gelöscht werden, weil ich habe meine Entscheidung geändert und aufgrund von neuen Erfahrungen, von neuem Wissen sage ich, das ist nicht gut für mich und deswegen Schluss damit. Aber ich glaube, um das vielleicht noch ein bisschen aufzulösen, um nicht, ich sag mal, in der völligen Verwirrung des Internets hängen zu bleiben. Ich glaube, das Schengen-Routing ist eine Alternative, um zu sagen, unsere Daten bleiben da, wo sie zu Hause sind. Nämlich hier, wenn ich auf einen amerikanischen Server gehe oder wenn ich irgendwelche ausländischen Dienste nutze, dann tue ich das ganz bewusst. Aber im Endeffekt meine persönlichen Daten, meine Mails, wenn die hier von A nach B geschickt werden, im deutschen Raum bleiben die in Deutschland. Ich glaube, man sollte da nicht dagegen sein und ich glaube auch nicht, dass es hilft zu sagen, ja, das tun die doch nur, weil sie Geheimdienste da drauf sitzen. Ich habe schon Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass er die Dinge tut, die notwendig sind, aber nicht übermäßig. Und wenn ich sehe, das digitale Budget, wenn ich das jetzt aus dem Kopf sage, in Deutschland liegt ungefähr bei 500 Millionen, was der BND oder die Geheimdienste einzusetzen haben für diese digitale Überwachung. In Amerika ist für NSA und Co. 60 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung. Weil die Bedrohungssituation, die die Amerikaner fühlen, nach dem 9/11 einfach eine ganz andere System hervorgerufen hat, was viel stärker, ich sag mal, digitale Spuren analysiert als das europäische. Deswegen, ich würde das sagen, mal das Schengen-Routing. Geheimdienst, der lobt unseren Bundesnachrichtendienst für die großen Fähigkeiten, in großen Datenmengen irgendwie Informationen rauszuholen. Aber helfen Sie mir mal, was möchten Sie? Auf der einen Seite möchten Sie nicht, dass die Verkehre über die ganze Welt geschickt werden, auf der anderen Seite wollen Sie aber auch nicht Schengen-Routing. Ich verstehe nicht, möchte kein Gesetz. Sie fordern ein Gesetz, damit alle verpflichtet werden, bei diesem Schengen-Routing mitzumachen. Ja, aber wissen Sie, wenn ein Server dazwischen hängt, der einfach die Verkehre wie Welt wieder dann durch die ganze Welt schickt, in dem Moment haben Sie die Sicherheit für den Kunden wieder nicht mehr gewährleistet. Ja, aber da machen wir End-zu-End-zu-End-Verschlüsselung. Das kann Herr Müller-Quade Ihnen sehr schön erklären, wie sicher das wäre. Nein. Da können Sie dann hin und her routen, wie Sie wollen, weil die Daten werden sicher transferiert. Die Sache ist die, ja, man kann sich darüber wundern, dass die Diskussion überhaupt so stark um Schengen-Routing geht und nicht wenigstens 50-50 um Schengen-Routing und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber ganz stimmt es dennoch nicht, weil viel interessante Daten sind die Metadaten. Die Daten, die Sie sozusagen mit anderen Leuten verbinden, die klar machen, dass Sie vielleicht ein Entscheidungsträger sind, den man besonders im Auge haben muss oder dass Sie vielleicht die falschen Freunde haben. Und all diese Daten blieben bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so wie das im Moment gemacht wird, noch sichtbar, weil man muss ja irgendwie wissen, wohin mit dem Paket. Und da ist es tatsächlich so, dass Schengen-Routing tatsächlich über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinaus was bietet. So, und ich möchte einen anderen Aspekt nehmen. Jetzt gehen wir hin, was heißt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, vielleicht auch für die Laien. Wir haben auf jedem Datenpaket, was über das Internet ist, einen Schlüssel, der das verschließt und irgendwo muss es wieder aufgeschlossen werden. Heute laufen 90% aller Verkehre aus Deutschland über Google-Server. Wenn die alle verschlüsselt würden von Google, dann ist der Einzige, der den Schlüssel für dieses Datenpaket hat, Google.
jetzt auch keine wollen Sie das? Wollen Sie das? Und da frage ich Ihnen, ich weiß nicht, ob wir... Der Kryptologe wird nervös. Zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sagen. Das heißt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt ja gerade nicht, dass jemand in der Mitte den Schlüssel kennt, sondern das bedeutet, dass die miteinander kommunizieren, also häufig sagt man Alice und Bob, nur die haben den Schlüssel. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kommt es dazu? Wie kriegt man das hin? Alice und Bob sind sich vielleicht in ihrem Leben noch nie begegnet, sondern beginnen jetzt sozusagen miteinander zu kommunizieren. Und das ist eines dieser Wunder der Kryptographie, dass man einen Schlüsselaustausch machen kann, bei dem quasi jeder, auch Google, zuhören kann, aber trotzdem hinterher den Schlüssel nicht errechnen kann. Nur Alice und Bob können das errechnen. Man kann das mit einer kleinen Geschichte erzählen, da kann man sich das vorstellen. Man stelle sich vor, man hätte eine Kiste, an die zwei Vorhängeschlösser ranpassen. Jetzt ist es so, Alice tut ihre Nachricht in die Kiste rein, hängt ihr Schloss dran. Ein Bote, vielleicht nicht vertrauenswürdig, versucht die Kiste vielleicht zu öffnen, trägt es zu Bob, kann aber die Kiste nicht öffnen, weil die Kiste verschlossen ist. Bei Bob angekommen, hängt Bob einfach sein Vorhängeschloss davor. Jetzt trägt der nicht vertrauenswürdige Bote die doppelt gesicherte Kiste zurück zu Alice. Alice kann ihr Schloss lösen, die Kiste bleibt verschlossen, dem nicht vertrauenswürdigen Boten geben, der trägt die Kiste zurück und Bob kann auf einmal sein Schloss lösen und die Nachricht lesen. Und tatsächlich, der Bote in der Mitte hatte nie die Möglichkeit, die Kiste zu öffnen. So stellen wir uns Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vor und eben nicht, dass wir, Google bitten, für uns zu verschlüsseln. Jetzt gibt es sozusagen diese Möglichkeiten. Es gibt Herr Zimmermann, der zum Beispiel ein Niederländer, der diese Grundalgorithmen mitentwickelt hat, und zwar interessanterweise historisch gesehen, weil er jüdische Eltern hatte und seine Eltern unter dem Gestapo-Regime gelitten haben. Also das war sozusagen ein hoher Impetus, zu sagen, wir schaffen diese Art von Bob-zu-Alice-Verschlüsselung. Ich frage jetzt mal Folgendes. Der Staat ist immer neugierig. Was würde wirklich passieren, wenn morgen diese Technologie so eingesetzt wird, dass Bob und Alice ständig miteinander kommunizieren können und keiner kann nachgucken? Das will ich natürlich auch nicht. Da kommt's raus. Ja, das ist nur die halbe Geschichte. Es ist natürlich so, dass wir nicht eine Infrastruktur bereitstellen wollen, von der hinterher die Mafia profitiert. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß an Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden. Aber hier ist jetzt genau eine Sache, die leider überhaupt ganz wenig diskutiert wird, nämlich wenn wir in unsere Sicherheitssysteme Hintertürchen einbauen, über die beispielsweise die Strafverfolgungsbehörde rein kann, wie sollte man das gut machen? Das wird nicht diskutiert. Es wird immer so getan von den einen, also von mir gerade vor 3 Minuten noch, als ob man sozusagen einfach gar keine Hintertürchen haben sollte, prinzipiell nicht. Ich denke tatsächlich, es muss Möglichkeiten geben, aber die dürfen nicht skalieren. Das heißt, wenn ich mir so etwas vorstelle wie einen Staatstrojaner, dann haben wir ein Instrument, das können wir 3-mal einsetzen, bei besonders schwierigen Kriminellen, das können wir aber auch 300.000 Mal oder 3 Millionen Mal einsetzen, weil das sozusagen automatisiert großflächig einsetzbar ist. Wenn Sie jetzt aber sagen, nein, um mich, wenn ich verdächtig bin, zu belauschen, soll man bitte von Gesetzes wegen bei mir in die Wohnung eindringen und einen Hardware-Tastaturlogger in meiner Tastatur verstecken. So dass man sehen kann, so, dass sie tippen. Dass man im Prinzip alles mitkriegt, was ich tippe, meine Passwörter, alles Mögliche. Dann würde ich sagen, für mich persönlich ist dieser Eingriff genauso schlimm wie ein Staatstrojaner. Aber das skaliert nicht. Das heißt, Sie können nicht auf einmal übermorgen 300.000 Tastaturlogger installiert haben. Da hat zum Glück unser Bundesverfassungsgericht, was 2008 eine Grundsatzentscheidung gebracht hat und ein neues Grundrecht definiert hat, das Grundrecht auf Integrität von informationstechnischen Systemen, und damals festgestellt hat, dass es was ganz anderes ist, sei es, ob man einen Keylogger nutzt oder einen Staatstrojaner,
dass wenn all diese Informationen gesammelt werden, ein Unterschied dazu da ist, ob man jetzt einfach irgendwie die klassische Wohnüberwachung macht, die wir schon in der Telekommunikationsüberwachung mit rechtsstaatlichen Sachen hat, sondern dass, wenn Sie da an Ihrer Tastatur so eine Hardware dran haben, dann werden auch Ihre Liebesbriefe mitgelesen, dann werden auch viele andere Sachen mitgelesen. Und das ist ein zu tiefer Eingriff in unsere Grundrechte. Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist aber gar nicht, was ich diskutieren wollte, sondern was ich diskutieren wollte. Wie wollen Sie das sonst hinbekommen, rechtlich? Dass der Unterschied im Moment nicht diskutiert wird. Sie haben gerade den Staatstrojaner und meinen Tastaturlogger in einem Satz genannt, als ob da kein Unterschied wäre. Und ich sagte auch, für mich persönlich, wenn ich betroffen bin, ist da kein Unterschied. Aber in der Gefährdung der Gesellschaft ist da ein riesiger Unterschied. In den Missbrauchsmöglichkeiten ist da ein riesiger Unterschied, ob es da draußen 500 Tastaturlogger gibt oder 500.000 Staatstrojaner. Und jetzt, was man letztlich als Maßnahme tatsächlich nimmt, darüber können wir uns getrennt unterhalten, wie tief der Eingriff sein wird. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da gibt es halt eine Grundsatzentscheidung. So ich schneide die Verbindung zwischen Alice und Bob einen Moment durch. Aber es darf nicht skalieren. Also, wir haben ganz klar Ihren Standpunkt verstanden, zu sagen, Überwachung ist gut, bei dem Einzelnen selektiv, aber nicht automatisiert und dann alle. Ich möchte mal eine These stellen. Wollen wir das? Ja. Was? Die komplette Verschlüsselung aller unserer Mails? Ich meine, wir kommen gerade, das wollt ihr. Aber ich glaube, dass der Kunde, wenn Sie heute die Generation sehen, fragen Sie den Kunden. Ja, heute ist wir verunsichern den Kunden gerade. Weil im Endeffekt ist der Kunde ja... Wir denken an Bürger, weniger an Kunden, aber das ist... Ich will mal bewusst sagen, die Diskussion darüber zu führen, machen wir jetzt auf einmal die Schotten dicht? Bauen wir jetzt ein System, wo wir das Internet fragmentieren? Schaffen wir jetzt eine Welt, wo wir jetzt, ich glaube, wir schütten gerade das Kind mit dem Bade aus. Mit ganz komplizierten, wir können heute schon jegliche Art von Verkehren, können wir heute mit Kryptofonen, mit sicheren E-Mail-Zugängen, wir können sie heute, ich sag mal, Ende zu Ende verschlüsseln, ist alles schon möglich. Können Sie alles kaufen, sozusagen, diese Dienste, die sind ein bisschen teurer, wissen Sie auch. Nee, sie sind teilweise skalieren. Open Source. Nein, also. Aber Leute, es geht um eine andere Diskussion, es geht doch um die Frage, wie wir das Internet in seiner Freiheit und in seiner Vielfalt erhalten. Ja, und dafür und nicht, wie wir das Internet abschließen. Nee, das sagt doch keiner abschließen. Ich sage, wir brauchen eine bessere Verschlüsselung in den Kommunikationswegen. Wir haben früher gelernt, dass es Sinn macht, Briefe in einen Briefumschlag zu stecken, damit nicht jeder Postbote irgendwie mitlesen kann, was dabei ist. Wir verschicken seit 20, 30 Jahren E-Mails einfach so, die jeder mitlesen kann. Es gibt für technisch begabte Menschen Lösungen wie PGP, wie wir unsere E-Mails verschlüsseln können. Die gibt es auch als freie Software, da muss man kein Geld für zu bezahlen. Aber das Hauptproblem ist, die sind immer noch relativ kompliziert. Und der Staat setzt weder Geld noch Förderung ein, um diese Software einfach mal so einfach zu machen, damit jeder sie nutzen könnte, damit jeder seine E-Mails in einen Briefumschlag packen könnte, damit wir auch mal mit unseren Eltern mit der Post kommunizieren können. Und das ist eine Sache, im Moment kann man nur seine Grundrechte schützen, indem man technisch versiert ist. Das kann es doch nicht sein. Gut, ich werde bewusst jetzt dagegen halten. Wir haben bei unseren Kunden alle die SSL-Verschlüsselung eingeführt, die werden Sie wahrscheinlich wieder nicht. Das haben die Kunden übrigens 50 Millionen zusammen mit United Internet und den entsprechenden Unternehmen, haben wir das jetzt gerade flächendeckend eingeführt für alle Kunden. Warum jetzt erst? Damit, Entschuldigung, weil es jetzt der sichere Standard ist, ja. Ja, aber das hätten Sie vor 10 Jahren schon machen können. Da brauchen wir nicht Snowden. Ja gut, aber Sie fangen Sicherheitsbestimmungen. Aber wir gucken mal. Ja. Sie haben das aber gemacht. Nichtsdestotrotz, Tim Höttges, sehen wir zwei Dinge. Auf der einen Seite ein klarer Wunsch nach Privatheit mit auch den technischen Möglichkeiten, dieses zu realisieren. Auf der anderen Seite ein Heißhunger, ich würde zuerst einmal sagen, von Nachrichtendiensten, die heute jede erdenkliche elektronische Infrastruktur mit Hintertüren versehen. Und wenn die Hintertür auf Ihrem Laptop, auf Ihrem Handy ist, dann hilft Ihnen auch die Verschlüsselung nichts. Also die kommen von unten ran. Und das Dritte ist kommerzielle Staubsauger, die natürlich auch sagen, das ist ein toller Business.
Und das vierte Argument ist Riesenchancen, ja, die das Internet bietet, um möglicherweise, ich nehme nochmal das Beispiel, Krankheiten in Zukunft vielleicht jedem von uns einen echten Benefit zu geben. Das sind vier verschiedene Argumente. Gibt es eine Lösung, bei der das eine möglich ist, nämlich eine Privatheit der Kommunikation, eine Privatheit der Daten, die ich nach außen gebe, und auf der anderen Seite ein Benefit, den durchaus auch ein Internet, eine zukünftige digitale Gesellschaft haben kann? Gibt es technisch gesehen irgendwo einen Weg, wo man beides tun kann? Also erstmal glaube ich, die Diskussion jetzt zu verkürzen auf eine Bedrohung, die durch die Geheimdienste auf uns wirkt, würde meiner Meinung nach der Diskussion nicht angemessen sein, weil wir diskutieren momentan überhaupt gar keine rechtsstaatliche Überwachung hier. Nicht nur, wir haben NSA ja noch gar nicht angesprochen, sondern wir diskutieren momentan Geschäftsmodelle, die Datenstaubsauger, die im Endeffekt das Internet knallhart kommerzialisiert haben. Und die Frage ist, wie wollen wir diese Dinosaurier, die da entstehen momentan, wie wollen wir die wieder einfangen, die übrigens klare Weltmonopole sind mittlerweile. Das sind ein paar Unternehmen, die im Endeffekt das alles monopolisieren. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel Daten, die, ich sag mal, in Europa erhoben bleiben, die bleiben in Europa. Also das heißt, die Datenserver stehen hier. In dem Moment, wo die Datenserver hier stehen, unterliegen die deutschen oder europäischem Recht. Und dieses europäische Recht ist dann eben auch, schreibt vor, inwieweit man diese Privatsphäre nutzen darf. Zum Beispiel der Anspruch zu vergessen. Ich kann sagen, ich möchte, dass meine digitale Spur gelöscht wird. Das ist heute nicht möglich. Sie können heute bei LinkedIn oder was da immer oder bei anderen, können Sie einfach nicht sagen, ich möchte, dass meine Daten alle gelöscht werden. Dieses Recht auf Vergessen kann man bei uns dadurch schaffen, dass die Daten auch hier entsprechend gehandhabt werden. Das würde übrigens Google dazu zwingen und der Like, dass sie hier entsprechend hier Betriebsstätten errichten. Und diese Betriebsstätten, die dann hier entstehen würden, würden übrigens dann auch mit den Erlösen, die sie aus der Werbung machen, würden sie dann entsprechend auch hier Steuern zahlen. Google zahlt im Endeffekt 2% Steuern. Ja, also das ist also gar nichts. Das wären also Möglichkeiten, um im Endeffekt sozusagen dieses System ein Stück weit ein bisschen zu domestizieren. Ich bleibe noch bei den großen Dinosauriern. Der Bundeswirtschaftsminister hat zumindest jetzt schon mal so ein bisschen angekündigt und gesagt, das sind so große, wirklich monopolistische Strukturen, dass er erwägt, mit kartellrechtlichen Instrumenten ranzugehen. Also dass man irgendwann sagt, too big, das geht in der Form nicht, weil, ich sag mal, Wettbewerb in der Grundform eigentlich nicht mehr möglich ist. Ist das ein Weg, den Sie mitgehen, wo Sie sagen, wir werden möglicherweise in Zukunft die ganz Großen zerschlagen müssen, damit sie nicht irgendwann zu Diktatoren werden, so ähnlich wie im alten Griechenland das Scherbengericht, wo man die ja, besonders dolle war, irgendwann aus der Stadt rauswarf, weil die schlauen Griechen wussten, das werden die Diktatoren von morgen? Ich bin jetzt kein Kartellrechtler, aber vom Prinzip her ist heute der Search in Deutschland über 95 oder 99% ist auf Google. Und damit ist ein Geschäftsmodell monopolisiert. Und eine Kartellbehörde hat die Verpflichtung, dass freier Wettbewerb entsteht auf den Geschäftsmodellen. Und vor dem Hintergrund erwarte ich schon, dass da entsprechend auch kartellrechtlich entsprechend draufgeschaut wird. Aber wie das dann nach den Geschäftsmodellen sieht, da bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner, wie solche Geschäftsmodelle dann aufgeteilt werden können. Aber es ist natürlich schon so, wenn Sie den Nest sehen, ist ja nichts anderes als wieder ein neuer Datenstaubsauger, der jetzt im Endeffekt auf die Privatsphäre wirkt. Man muss den Gästen hier natürlich erzählen, Nest ist dieses Jahr im Januar von Google gekauft worden. Ist ein wunderschöner Hersteller von Thermostaten und Brandschutzmeldern. Das klingt ein bisschen unscheinbar. Google hat dafür, glaube ich, 3,2 Milliarden US-Dollar hingeblättert. Das ist also schon eine Ansage. Und Hintergrund ist, in 10 Jahren können Sie zu Hause Ihre App kaufen, Ihr Licht ein- und ausschalten. Google tut das auch für Sie. Das ist viel günstiger als deutsche Firmen. Also, und der kleine Nebeneffekt ist, man weiß, wann sie zu Hause sind, wann nicht. Man ist in dem Falle Google. Also ich finde, wir sollten, und das ist ja auch die Debatte, die wir führen, die wir momentan ja intensiv führen, wir müssen darauf achten, dass wir diese Möglichkeiten, die das Internet schafft, dass wir die irgendwo, die Auswirkungen verstehen. Und wir müssen ein Stück weit dafür sorgen, dass wir die digitale Souveränität, die wir verloren haben, wieder dahin nach Hause holen. Wir müssen diese digitale Souveränität erhalten, für uns
Weil unsere gesamte Historie, unsere Verfassung, unser gesamtes, ich sage mal, bürgerliches Grundbedürfnis beruht auf unserem Rechtssystem. Und deswegen müssen wir das ein Stück weit wieder zurückholen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die momentan geht. Und übrigens, die geht für mich, ich habe kein Problem mit einer Rechtsstaatlichkeit. Ich habe auch keine Verdachtsmomente, um nochmal auf das Thema Geheimdienste zurückzukommen. Wenn es, ist für wenn mich es deutsche kein Problem. Geheimdienste sind. Für mich ist ein Problem, dass ich in dem Moment, wo ich bestimmte Apps nutze, ich nicht mehr der Eigentümer meiner persönlichen Daten bin. Und das stört mich und das möchte ich geändert haben. Das ist für mich im Endeffekt und das muss im Endeffekt durch eine politische Initiative in Europa, in Deutschland, muss das Thema adressiert werden. Tim Höttges, ehrlich gefragt, wenn ich jetzt Ihr Handy nehmen würde und ich gucke, welche Apps nutzt Tim Höttges? Also vor Jahren hat man bei Ökologen, die immer Natur ist wichtig und so weiter, Apps. Haben Journalisten mal irgendwann in die Mülltonnen geguckt und gesagt, guck mal, was der alles wegschmeißt. Also in anderen Worten, die Apps, die Sie auf Ihrem iPhone oder was auch immer haben, sind das Apps, wo Sie gesagt haben, ja, ich stimme zu, oder sind das alle Apps, wo... Ja, aber die ist eine gute Frage. Ja, klar. Weil die geht ja auch in den Raum hier, weil im Endeffekt wir ja alle uns aufregen über das Thema, aber sie alle nutzen. Das ist ich das habe, Problem, was wir ich haben. Ich habe 73 Apps auf meinem iPhone und von den 73 Apps würde ich mal vermuten, sind 60 davon bestimmt basierend auf Geschäftsmodellen, die von meinen Daten leben. Und das sind nicht Telekom-Geschäftsmodelle. Was ich mittlerweile tue, ist ein normiertes Verhalten. Ich habe ein zweites Phone, wo ich im Endeffekt, was ein Kryptofon ist, wo ich im Endeffekt mein Geschäftsgebaren, die vertraulichen Dinge, die persönlichen Dinge, die mich betreffen, entsprechend oder die geschäftlichen Dinge entsprechend darüber abwickle. Das heißt also, ich habe mich schon ein Stück weit normiert in meinem Verhalten, weil ich genau weiß, dass im Endeffekt diese Daten nicht haben. Ich nehme aber den Nutzen, den ich aus den Apps habe, nehme ich mit und nehme auch ein Stück weit Verlust meiner Privatsphäre im schlimmsten Fall in Kauf, ja. Aber das ist ja ein bisschen, also ich habe mein Diensttelefon, das ist schön verschlüsselt. Wir haben gerade gesprochen über die Mächtigkeit von Big Data. Also wenn ich nur die Privatdaten von Tim Höttges habe und weiß, wann er joggt und nicht joggt und wann er aufsteht und wann nicht, ich behaupte einfach mal, da kann ich auch schon so viel rauslesen, dass ich weiß, welche Geschäfte er zumindest plant. Ja gut, ich meine, wir machen natürlich heute... ein Google dieser Welt würde ja heute nicht sagen, ich verkaufe die Daten von Tim Höttges, weil das wäre ja natürlich ein Riesenskandal, der stattfinden würde. Ja. Die Gefahr besteht. Bisher sind die Daten ja anonymisiert und es ist ja auch sehr intransparent, was eigentlich mit den Daten dann letztlich passiert. Und Eric Schmidt, der Gründer und Eigentümer von Google, hat ja auch mal gesagt, wenn du irgendwas zu verheimlichen hast, dann solltest du es gar nicht erst tun. Also von daher ist es gar nicht schlimm, dass im Endeffekt alles digitalisiert wird. Weil, und da ist natürlich, das ist natürlich auch so ein Thema. Ich meine, wir haben ja keine aktuelle Bedrohung oder wir fühlen uns ja nicht wie im Beispiel von Stasi oder abgeholt gerade, weil wir uns irgendwo fehlverhalten haben. Und deswegen akzeptieren wir auch ein Stück weit, dass unsere Daten wahrscheinlich momentan gerade in dieser Minute ausgewertet werden. Alles hier interessierte Netzaktivisten, also von daher... Ich bin überzeugt, dass die total interessiert sind, so interessiert sind, dass die auch Fragen stellen. Und wir haben dazu Funkmikrofone ohne IP-Adresse. Und wenn Sie, also ich bitte, Fragen zu stellen, vielleicht kurz und so viel Transparenz muss im Face-to-Face sein, sagen Sie uns auch, ja, wer Sie sind. Wer möchte anfangen? Ich gucke... Ah, so ist das. Ne? Da reden wir über das Schicksal der Gesellschaft und keiner. Da vorne ist ein junger Mann, der... Danke erstmal für den jungen Mann, freut mich sehr. Ja, das ist... wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ja. Ja. Roland Stelling ist mein Name. Ich habe die Diskussion natürlich sehr interessiert verfolgt. Wir haben sehr viel über technische Details und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesprochen. Allerdings habe ich vor wenigen Wochen eine Pressenachricht gelesen, dass es in Amerika neuerdings eine Rechtsprechung gäbe,
nach der auch ausländische Töchter von amerikanischen Firmen verpflichtet wären, Daten ihrer Kunden, die sie im Ausland verarbeiten, auf Nachfrage nach Amerika auszuliefern. Das heißt, alle Maßnahmen, über die wir hier diskutiert haben, greifen ja dann zu kurz, wenn wir noch mit amerikanischen Produkten hier arbeiten. Können wir die überhaupt noch kaufen? Nicht-amerikanische Produkte? Nein. Oder können wir überhaupt noch mit amerikanischen Produkten arbeiten? Können wir uns das leisten? Wie verhält sich das mit der Deutschen Telekom, die ja mit T-Mobile irgendwie eine US-amerikanische Tochtergesellschaft hat? Also ich bewundere, wie Sie die Sachen immer so drehen, dass Sie irgendwo ein Feindbild für die Telekom aufbauen. Nö, Sie sitzen ja nur zufällig auf dem ich Podium. Ich habe auch ein Feindbild bezüglich pauschalen Netzaktivisten. Aber unabhängig davon, ich würde nämlich mal sagen, das ist ja genau der Grund, warum eine Deutsche Telekom, die ihren Rechtsrahmen hier in Deutschland hat, im Endeffekt diese Verpflichtung nicht hat, die Informationen rauszugeben. Und deswegen ist natürlich, ich sag mal, wenn Sie diese Sicherheit haben, ein deutsches oder ein ansässiges Unternehmen wahrscheinlich dann der bessere Lieferant. Weil amerikanische Unternehmen, ja, das ist die Rechtsprechung, dazu verpflichtet sind. Vielleicht darf ich einen kleinen Zusatz machen in der Form, dass wir natürlich ständig uns beklagen, zu Recht, ja, über amerikanische Infrastruktur, amerikanische Rechner und so weiter. Und ich schon glaube, dass wir vielleicht hier aufwachen sollten und mal Ärmel hoch und selber machen. Deutschland, Europa ist extrem kreativ. Und ich glaube, es gibt eine Initiative, so viel Werbung sei mir gestattet, im nächsten Monat, Anfang Juni werden Sie davon hören, wo es wirklich darum geht, mal zu sagen, hey, wir stehen auf, wir können auch, also yes, we can. Im Moment haben wir, Tim Höttges hat das mal, glaube ich, in einem Interview sehr treffend gesagt, er hat Angst vor der Zukunft, wo seine Kinder da sitzen, nur noch User von ja, amerikanischen oder chinesischen Tablets, amerikanischen Apps etc. sind. Also diese Verpflichtung sozusagen, dass wir selber gestalten, glaube ich, ist ein Moment, bei dem ich mir zumindest auch mehr Aktivität in Deutschland wünschen würde. Weitere Fragen hier vorne. Charlotte Jahns, ich würde mal gerne wissen, was denn die positiven Aspekte des Ganzen sind, weil ich hier sehr dystopische Zukunftsvoraussagen mitbekommen habe, wenn ich das mal so resümieren darf. Waren wir nicht positiv? Das fehlte mir ein bisschen. Also ich habe vorher Tim Höttges zum Beispiel gehört, der ganz klar gesagt hat, da gibt es auch tolle Sachen. Ja? Ich kann auch was dazu sagen. Machen ich Herr Höttges, glaube ich. es gibt, glaube ich, ein Thema, was vielen von uns gar nicht so bewusst ist, nämlich was diese Technologie in anderen Ländern tut. Wir sind doch wirklich immer so sehr bei uns, auch heute den ganzen Abend, ne? So, das sind fast schon Luxusprobleme für uns. Ja? Es gibt andere Länder, da gibt es ganz andere Themen. Und dort, wir arbeiten zum Beispiel in Nepal, ich habe Doktorandinnen, die aus Tansania kommen. Und wenn wir dort sehen, ja, was dort, ich denke, das ist auch für die Telekommunikationsindustrie dort natürlich ein Markt, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich schaue, was dort beispielsweise ermöglicht wird, unter anderem durch Frauen, die über das Handy, denn man nennt das Leapfrogging, also sie überspringen faktisch sozusagen unseren alten PC, nicht alle, aber viele. Aber wenn wir schauen, was dort möglich ist, dass zum Beispiel Frauen wie so eine Art eigenständiges Unternehmen, nur weil sie beispielsweise dieses Gerät haben. Oder es gibt über M-Pesa. M-Pesa ist ein Modell, wo auch Menschen, die wirklich nicht viel Geld haben, über, ja, zunächst erstmal SMS, später dann auch über das Internet, je nachdem wie der Ausbau läuft, sich kleine Summen an Geld schicken können. Ein tolles System, wovon übrigens wir wirklich lernen könnten in Europa. Also diese Abgeschottetheit, ja, mit der wir manchmal über das Internet diskutieren, die wird dem Internet nicht gerecht. Weil das ist wirklich die große Chance. Und da muss man, genau das, was Markus gesagt hat, wirklich auch darauf achten, was bedeutet diese riesigen Länder, Asien, Afrika, im Rahmen dessen, was wir diskutieren, wäre es nicht auch gut, wenn dort zum Beispiel die Erfahrungen, die wir heute mit den Daten machen, ja, und negative, auch im politischen Kontext, haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die vielleicht von dem profitieren, wo wir jetzt heute vielleicht doch einen Schritt weiter sind. Also wir reden ja auch eigentlich die ganze Zeit immer nur über Kapitalismus. Also wir reden über Unternehmen, die einfach mal, weil es den Kapitalismus so gibt, weil er ziemlich unreguliert ist, auch aufgrund der globalen Struktur, machen, was sie wollen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Nehmen wir mal freie Software. Linux ist freie Software, besteht aus einer Vielzahl an
Programmen, die zusammengebastelt werden zu einem Betriebssystem, wo viele Menschen, wo auch Unternehmen weltweit zusammenarbeiten, alles zusammenschmeißen und sagen, naja, also wir stellen das der Allgemeiner zur Verfügung, alle Weiterentwicklungen müssen auch wiederum der Allgemeiner zur Verfügung stehen und sie können sich einen Rechner bauen, wo natürlich die Hardware im Moment noch nicht offen ist, wo sie aber vertrauenswürdigere Software haben, die nicht auf diesem kapitalistischen Prinzip funktioniert, irgendwie Daten irgendwo hinzuschicken. Das Prinzip geht ja auch auf eine ganze Menge andere Bereiche über. Wieso muss man Google Maps nutzen? Viele machen das, weil es irgendwie vorinstalliert ist, aber es gibt mittlerweile eine große Community, die nennt sich OpenStreetMap. Die mappen so nach dem Wikipedia-Prinzip weltweit und schaffen es mittlerweile, teilweise bessere Karten bereitzustellen, die nicht nach dem kapitalistischen Prinzip funktionieren, dass sie Daten geben und dafür einen Service bekommen, sondern sie bekommen einen Service, weil viele Menschen einfach Wissen teilen. Markus, es gibt, und ich glaube, es gibt sozusagen zwei Kategorien. Das eine sind Kategorien, die Sie genannt haben, Frau Timm. Dazu gehört zum Beispiel, was ich genial finde, Wikipedia Zero. Jimmy Wales ist gerade dabei, weltweit dafür zu sorgen, dass Telekom-Hersteller sozusagen keine Kosten erheben, wenn die Kids Wikipedia ansurfen mit ihren Smartphones. Und Smartphones gibt es tatsächlich in ganz vielen Ländern. Das ist ein Beitrag zur Bildung. Aber worüber wir tatsächlich vielleicht mehr reden sollten, ist, diese Grundidee, ob das Internet nicht möglicherweise sogar wirtschaftliche Prozesse verändert. Ich mache mal ein Beispiel, Tim Höttges. Es gibt heute immer mehr Zonen, wo neue Produkte vorgestellt werden. Die Leute gehen nicht zur Bank, sondern die gehen in die Community und die sagen, okay, Fundraising, ich brauche so viel für das Projekt, Kickstarter und Ähnliches. Und die Community sagt, oh, das ist spannend, wir unterstützen das, du kriegst das Geld, du kannst das machen. Also wo Perspektiven eröffnet werden oder Städte, ja, die zum Beispiel aufgrund der offenen Daten sagen, damit kann man Bürger viel besser organisieren. Also konkretes Beispiel, es gibt Apps heute, wo ist der am nächsten gelegene Defibrillator, ja, und diese App ist nicht kommerziell, die wird von Menschen erstellt. Es gibt Plattformen, wo Menschen sich Dinge ausleihen. Ja? Eine Bohrmaschine typischerweise lebt 15 Minuten in ihrem Leben, so lange wird sie genutzt. Das ist ein bisschen blöd, die hängt bei Ihnen im Keller. Menschen können austauschen. Also da gibt es sozusagen diese zweite Zone, wo das Internet ja ein ganz anderes Gesicht hat, nämlich nicht der Monopolist, der alles saugt, sondern eine Community, die anfängt, immer mehr zu kooperieren. Ist das vielleicht eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren sogar noch mehr Fahrt bekommt? Also erstmal teile ich die Meinung, dass wir die Chancen und die positiven Aspekte des Internets und der Möglichkeit der Digitalisierung in unserer Diskussion unterbelichtet haben. Weil momentan die Kunden sowohl im Geschäftskundenbereich als auch im Privatkundenbereich ja regelrecht euphorisch sind, was diese Dienste betrifft und was auch deren Nutzung betrifft. Also ist ja ein enormes weltweites Wachstum, was die Datennutzung betrifft. Ich möchte auch auf den Verdacht, dass ich dann in die kapitalistische, abhörorientierte Ecke gestellt werde, trotzdem nochmal die unternehmerische Komponente beleuchten, weil wenn man sich heute die Studien des OECDs oder auch anderer großen Institutionen anguckt, dann ist die Digitalisierung ist die nächste ökonomische Entwicklung, die Revolution, vor der Tür steht und Revolution, die vor der vorsteht. Das führt in Deutschland momentan, läuft das unter dem Begriff Industrie 4.0. Was ist Industrie 4.0? Industrie 4.0 ist eigentlich, dass die Produktivitätsschritte von Industrien zukünftig daher kommen, dass sich Industrien vernetzen, digital vernetzen. Es ist nicht mehr die Einzelindustrie, die immer weiter ihre Wertschöpfung versucht zu optimieren, sondern die Vernetzung von unterschiedlichen Industrien schafft im Endeffekt den volkswirtschaftlichen Nutzen und damit die Prosperität für die Gesellschaft. Was heißt das? Also nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben Deutsche Telekom eine Kooperation mit Klaas. Klaas baut Mähdrescher. Dieser Mähdrescher arbeitet 6 Wochen im Jahr produktiv. In diesen 6 Wochen muss der jede Minute auf dem Feld arbeiten, der darf keine Minute stehen, der muss also auf dem Feld betankt werden, der muss entladen werden. Das ist alles möglich durch Digitalisierung. Der ist vernetzt, der Rechner, der Tank ist vernetzt, der Tank meldet im Endeffekt, wann er was abliefert und übrigens die Menge des Getreides, was gerade gemäht wird, wird automatisch schon bei dem Großhändler angekündigt, dass die Kapitalbindung, die da entsteht, möglichst verringert wird.
bis zu 20% Produktivitätssteigerung für diese Wertschöpfungskette. Eine andere Thematik sind Reiseketten. Wenn Sie heute eine Reise antreten, sagen Sie, ich möchte morgen in München, ich sag mal, die Messe besuchen, dann ist das für Sie heute 4 Vorgänge. Sie müssen erstmal Ihr Flug buchen, Sie müssen den Mietwagen buchen, Sie müssen das Hotel buchen und das Ticket für die Messe haben. 4 verschiedene Schritte, die Sie heute machen, durch die Internetwelt schon unheimlich erleichtert. Warum wird diese Welt nicht integriert? Ich sage, ich möchte genau diese 4 Schritte machen und einmal passiert das. Wir haben mit der Deutschen Telekom, mit Sixt, mit Audi zusammen eine Kooperation, dass wir im Endeffekt, Sie buchen Ihre Reise, im Flug, Sie kriegen Ihr E-Tix geschickt, haben auf Ihrem Smartphone sozusagen das Zugangsticket fürs Flugzeug. Gleichzeitig, wenn Sie gelandet sind, kriegen Sie auf Ihr Smartphone zugeschickt, Ihr PKW steht E37. Sie brauchen also nicht mehr in die Schlange von Sixt rein, gehen zu dem Auto, das öffnet sich automatisch durch Ihr Smartphone, überhaupt technisch, überhaupt kein Problem mehr, durch NFC und andere Technologien und haben im Endeffekt schon vorinstalliert durch den Autohersteller die Karte auf dem System, wie Sie dann zu der Messe oder in Ihr Hotel kommen. Das heißt, wieder die Vernetzung unterschiedlicher Wertschöpfungstiefen, die entsprechend Produktivitätsvorteile werden. Und da liegt die wirtschaftliche, da liegt ein Stück weit auch die Chance für unsere Kinder, für unsere Nachfolgegeneration drin, nämlich durch Software, durch die naturwissenschaftlichen Themen entsprechend neue Arbeitsplätze und damit auch Wohlstand zu generieren. Und da muss ich sagen, da müssen wir einfach, das kann man an Amerika wirklich lernen oder an anderen Ländern, da haben wir hier gerade in Europa durchaus Nachholbedarf. Tim Höttges, ich gebe Ihnen recht und nutze sozusagen diese unglaubliche Steilvorlage, um Sie zu informieren, dass genau dieses Thema, nämlich intelligente Dinge, Helfer oder Herrscher, Internet oder Industrie 4.0, Thema sein wird am 20. November. Und davor geht es um Wikiwissen, Schein oder Sein am 25. September. Und beides wird moderiert von meinem wunderbaren Kollegen Johannes Büchs, der ja, jung dynamisch hier auf die Bühne kommt. Johannes. Hallo. Es ist noch ein bisschen früh, was die Gäste betrifft, aber Wikiwissen, also Schein oder Sein, was wird sozusagen da im Detail besprochen? Ja, wir überlegen uns, ob wir nicht vor einer Revolution stehen, weil das Wissen, was wir vielleicht gelernt haben in unserer Schulzeit oder auf der Universität, heute schon auf irgendwelchen Servern abgelegt ist und wir vielleicht ein Studium, was kostet ein Bachelor bei Harvard, vielleicht $50.000 wert ist, aus dem Netz saugen könnten. Und umgekehrt, wie richtig ist dieses Wissen? Wer kann alles vielleicht bei Wikipedia den Eintrag zu seiner Person selbst gestalten? Hat das jemand gemacht von Ihnen? Ja? Klar. Selbst umgeschrieben? Und warum? Stand was Falsches drin? Oder? Da haben sich Dinge geändert im Leben. Ach, und dann selber eingetragen. Das verrate ich. Also mir wurde gesagt, ich darf meinen Wikipedia-Eintrag nicht ändern. Es stehen falsche Sachen drin, zum Beispiel, dass ich katholisch sei. Das darf ich nicht ändern, weil ich im Endeffekt eine öffentliche Person bin und dadurch habe ich kein Recht mehr über mein eigenes Profil auf Wikipedia und darf das nicht selber ändern. Das ist ein bisschen abstrus, aber wenn ich das tun würde, hat jemand gemacht aus der Industrie, hat einen Shitstorm hervorgerufen, weil er sein eigenes Profil verändert hat. Deswegen lasse ich das Profil eben falsch, wie es ist. Es ist bedauerlich. Ich kann auf Ihre Seite gehen. Sie können auf die Diskussionsseite gehen und können dort den Editoren darauf hinweisen, mit Links, wo, welche Falschinformationen da drinstehen. Und ganz ehrlich, ist diese mir Links zu administrativ und zu bürokratisch. Wieso darf ich nicht mein eigener CV, den ich gelebt habe, meinen Daten selber ändern? Warum muss ich dann ein Diskussionsforum über meine Privatsphäre führen? Ich verstehe das nicht. Wir werden darüber reden, weil ich kann nur sagen, ich teile ein ähnliches Schicksal in dem Fall, also bei mir, bei Wikipedia, wenn das Schlimmste ist, wenn man dann einen Vortrag hält, dann wird man angekündigt, genau. Man weiß immer, die haben Wikipedia gelesen und da steht ein Scheiß drin. Ja. Also ich mache Infotainment, meine Damen und Herren, das war heute Abend nichts anderes als Infotainment. Gut, das ist Wikipedia. Ich 25. möchte aber trotzdem, ich möchte wissen, es geht nicht nur um Wikipedia, geht es auch um die enormen Chancen. Absolut. Die natürlich das Internet hat, wenn ich zum Beispiel an Möglichkeiten denke, zu lernen. Also es gibt heute
in den USA. Ja, stell dir eine Welt vor, da ist eine Lernsoftware so konzipiert wie World of Warcraft, dass du richtig süchtig danach wirst, schlauer zu werden. Ja. Wie toll wäre das im Vergleich zu so einem Schulbuch, mit dem wir uns haben rumtreiben müssen. Also klar, natürlich, es geht um die Chancen und ich glaube, es ist eine Revolution, vor der wir stehen. Fast genauso eine Revolution wie auch beim zweiten Thema intelligente Dinge, Helfer oder Herrscher. Also, meine Damen und Herren, das war der Werbeblock. Johannes Büchs wird da sein, nachdem Sie im Sommer durch Fußball und viel Sonne gelaufen sind. Kommen Sie doch am 25. September zurück, da geht es um Wikiwissen, und am 20. November um die intelligenten Dinge. Okay, das war die Werbung. Ich habe jetzt ein Problem. Ich bin ganz ehrlich, mich juckt es. Eigentlich müsste man noch viel diskutieren. Auf der anderen Seite sagt mir mein klarer Menschenverstand, eine Stunde drei Viertel ist genug. Vielleicht können die Organisatoren, das ist jetzt nicht abgesprochen, ein Forum einrichten, wo man vielleicht auch so etwas diskutiert, denn ich bin von etwas überzeugt, das ist nicht eine Diskussion, die wir heute zu Ende führen. Im Hinblick auch darauf, dass er völlig gejetlaggt ist, in dieser Nacht zurückgekommen, wir alle hungrig und erschöpft sind, bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser Runde für eine Diskussion, die spannend und immer noch offen bleibt. Ich bedanke mich aber auch für Ihr Kommen und ich hoffe, dass Sie sich aktiv einmischen, denn diese Diskussion ist eine, die, glaube ich, und da gibt es einen Konsens in der gesamten Runde, eine ist, die prägend sein wird für nicht nur meine, aber auch für Ihre Zukunft. Und die wollen wir doch alle, finde ich, selber gestalten. In dem Sinne, einen schönen Abend. Dankeschön.